Ach Gott, ist das ähnlich. Fällt mir gerade mal so auf. Der ist ja auch grün. Stimmt. Green Screen. Muss ja total furchtbar aussehen. Hier, warte mal. Wups. So, hallo, liebe Freunde. Ich musste mir noch vor dem Stream einen leckeren Snickers essen zur Stärkung. Ja, man hört im Hintergrund ganz leise eine Musik hauchen. Das ist okay, beziehungsweise damit ist es jetzt aber dann auch vorbei. So, weg. Weg. So. So, jetzt werde ich erstmal hier nochmal 2 Minuten verwenden, um mir hier ein bisschen was einzurichten. Bevor es gleich endgültig losgeht. Ich warte jetzt nicht wieder 10 Minuten oder so, sondern nur ein paar Minuten. So, ich habe den Chat hier auf jeden Fall mal angepasst. Jetzt werde ich mal den Stream auch bei mir. Ne? Ich brauche immer so den Test. Oh, Moment. Ich glaube, da bahnt sich ein Nieserchen an. Und zwar allergemeinster. Ulala. So, okay. Moment, da ist der Stream. Da sollte ich mal drauf drücken. Für mich selber quasseln. So, dann schmier ich mal irgendwas in den Chat, beziehungsweise ich habe da auch mein Chat-Add-on offen. Die Musik ist aus, so, und zwar hier, ne? Quatsch. World of Warcraft Classic. Level 10. Zwergen. Priester. Wups. Leveln. Bumm. Und hinfort. So, das sollte jetzt hier irgendwo auch aufpoppen. Ich werde ja gleich nur noch, also ich sehe dann ja diesen Bildschirm hier nicht mehr, deswegen. Ja, ich werde zwischendurch mal zurückschalten. Auch im Moment, wir streamen gerade, oder ich streame gerade wieder nur auf Twitch. Und ich lade die Videos dann später immer auf YouTube manuell hoch, weil wenn ich die im Stream laufen lasse, da hat die eine Kleinigkeit, eine kleine Kleinigkeit. Ich habe, vielleicht geht's, ich habe es wenn dann nur noch nicht gesehen. Dann wird der Stream als Stream ausgegeben und ich habe nicht mehr die Möglichkeit im Nachhinein ein Thumbnail zu ändern und das da ist eine Kleinigkeit, aber die geht mir unglaublich auf die Eier bei YouTube. Ne, deswegen lade ich die Videos einfach bei Twitch runter, ne, den Stream, lade die mal YouTube wieder hoch, hau die in die Playliste rein und alles ist gut. So, ja, außerdem, ihr seht es noch nicht, gleich werdet ihr es sehen. Und ich werde jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen, wie gesagt, ich wollte nochmal kurz ein bisschen hin und her machen hier. Die Musik ist aus. Ne, für euch sieht das jetzt wieder, ne, ich laber wieder in diese Richtung, das ist immer unglaublich toll. Und wollte noch 2, 3 Sachen hier einrichten in diesem Vorbereitungsscreen. So wollte ich dieses Ding hier einmal nach oben schieben. Nach oben schieben. Manchmal ist es ein bisschen komisch. So, und da ist er auch schon. So, weil ich den auch noch abtesten musste. Beziehungsweise jetzt muss ich den erstmal hier wiederum verschieben und anpassen. Und ihr habt keine Ahnung, wovon ich quatsch. Und ich will den
Chat jetzt nicht verdecken. Ich muss mal auf den Testknopf drücken. Passiert hier irgendwas? Es passiert irgendwas. So, normalerweise würde ich mir den jetzt mittig setzen. Auch in diesem Bildschirm muss ich mal gucken, wie und wo ich den hinsetze. Oder reicht das auch, wenn man den hier so daneben hier so... Bisschen klein ist es ja schon, ne? Aber zu sehen, wohl bemerkt. Weil wenn hier der Chat wirklich irgendwann mal in Wallung kommen sollte, ne, lassen wir einfach mal so. Das gleiche muss ich allerdings gleich noch im GameStream anwenden. Ich könnte mal kurz dahin schalten und testen, weil da muss ich auch noch zwei, drei Sachen auf jeden Fall einblenden. Aber bevor ich da ein paar Sachen einblende, muss ich hier noch ein paar Sachen einblenden. Und zwar, wo haben wir es denn da? Ne? Wir haben doch diesen hier, den niegelnagelneuen Spendenticker, den Donation-Ticker. So. Da haben wir ihn auch schon. Ja, eigentlich. Ja, ich habe meistens sowieso ne, dunkle T-Shirts an und. Oh, was ist denn hier? Das ist eine kleine Spinne. Könnte auch eine kleine Fliege gewesen sein. Mistfliege. Schon habe ich total den Faden verloren. Achso, hier der Dingens-Ticker. Hier, ne? Moped-Ticker. Ja, hier unten ist eigentlich, ne? Ja, geht. Wie gesagt, der läuft immer so ein bisschen durch mich durch. Kein Problem an dieser Stelle. Wir sehen, da sind die Zuschauer. Ja, wie gesagt, YouTube. Ich habe keine Lust, das Ding immer zu ändern, deswegen, ne, sehen, da ist, der ist jetzt auf Null. Der ist jetzt hier einfach auf Null. So, das wäre das eine. Braucht man sonst noch irgendwas? Follower, ne? Abonnenten bzw. Follower. Abonnenten habe ich ja noch gar nicht und wer weiß, ob ich überhaupt irgendwann mal welche kriege, aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Credits. Credits auch nicht schlecht. Okay, Moment, ne, wollen wir erstmal klein, was haben wir denn so? Abonnentenziel, Spendenglas, Sachen gibt das. Spendenziel, Followerziel. Jetzt wundere ich mich gerade nicht, Zuschauerziel, Zuschauerzahl, wo ich hier gerade drauf gucke. Also ich gucke mir gerade die Widgets so ein bisschen durch. Ne? Zuschauerzahl, ja, sieht doch ganz gut aus. Beziehungsweise so sollte das aussehen. Neue Freunde. Ach Gottchen, ja. Und dann monatelang bleibt das Ding auf Null stehen und sieht überhaupt nicht heftig aus. So, dann haben wir hier Eventliste. Fügen Sie Ihrem Stream die neuesten Kanal-Events hinzu. Spenden, Abonnement, Followers, Hosts. Das klingt doch okay, oder? So eine Eventliste. Was soll's? Hinzu, Klick. Oh, und da geht's auch sofort los. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht mal, was Bits sind. Maximale Events. Ey, ich habe keinen blassen Schimmer. Pablo extra live. Was? Wo? Was? Ich sag mal fertig. Okay. Ja, Moment. Hier, ne, man sieht etwas. Ja, okay. Das Ding lasse ich mir mal vorläufig hier über der Birne anzeigen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen sehr groß eingestellt. Ja, und würde irgendwann hier meinen Kopf wahrscheinlich verdecken, aber da muss es erstmal zukommen. Ja, okay. Muss man sich ja alles mal angeguckt haben, ne, bevor es losgeht. Aber ja, jetzt, ich mache eigentlich im Grunde schon wieder genau das, was ich vermeiden will. Oh, knack. Ich würde jetzt erstmal den Screen wechseln.
Und zwar drücke ich jetzt mal hier auf den Gaming-Stream. So, Moment. Ich werde jetzt klein, der Chat geht weg, da unten die Zahlen und alles, was sich so bewegt hier so auf diesem... Ja, machen wir jetzt erstmal so, ne? Ich hatte auch überlegt, ob ich hier eventuell den Chat, also diesen Game-Chat, durch den Chat austauschen soll, aber das habe ich bislang noch nicht richtig hingekriegt. Ich habe eine Chatbox. Moment, ich habe ja eigentlich auch zwei Chatboxen, aber die sind auch unterschiedlich. Lass mich mal testen. Einfach mal testen. Ja, jetzt müsste nur noch irgendwas im Chat passieren. Moment. So, dafür muss man natürlich auch irgendwo mal was schreiben, weil ich glaube, dieser Chat hier wird der überhaupt angezeigt. Ja, da unten, da ist was. Könnte man machen. Folgendes Problem. Ich habe zwei Chatboxen. Also ich habe einmal den Chat über den Browser oder über eine Browserquelle und einmal direkt über dieses Add-on. Da verschwinden natürlich dann irgendwann. Wobei, das kann man wahrscheinlich auch in den Eigenschaften ändern. Ich drücke mal eben drauf. So, da sieht man es auch schon. Quelle, Chatter, Front Settings, Visual Settings. Ne, vermutlich always, ja, komm hier, immer gucken. Ne, und schon ist es eingerichtet, dass die Nachrichten immer da sind. Ja, das könnte ich mir mal kurz überlegen. Wisst ihr was? Ich logge mich mal ein mit unserem kleinen Äber. So, zack, und spontan kommt der Game Sound. Ja, und ich muss jetzt hier spontan hin und her schalten. Also werdet nicht irre, der Sound, der wird jetzt kommen und gehen. Ich muss das hier mal, ich versuche mal einzustellen. Ja, ich meine, natürlich ist das hier Blödsinn, brauchen wir nicht drüber, ne? Aber wenn ich hier, pass auf den Chat, nehmen wir den einfach an diese Stelle, ne? Hier soll der hinkommen. Während irgendwas den normalen Chat hier, ne, verdecken wird. Ja, oder? Okay, wie war das nochmal? Das war der Gruppenshit. Ich hab echt... Hätte ich mich vielleicht mal vorher, ich werde mal was hinzufügen. Der Channel-Name, ja, ey, Twitch. Das Account-Passwort. So, eigentlich will ich hier unten nur die Möglichkeit haben, dann in... Aktion. Voice-Shit, nee, so weit will ich alles nicht. Nee, ich will einfach hier unten auf Channel 4 wechseln. War das nicht so? Das war doch Schrägstrich und dann Interagieren? Voice Chat? Nee, ich will keinen Voice Chat. Ich glaube, ich mache gerade wieder alles falsch. Konnte man hier nicht irgendwie einen zusätzlichen Chat einklatschen? Hilfe! Makros, Schlachtzug, Gruppenchat. Ja, das kenne ich doch alles schon. Aber... Aber. Ja, okay, Moment, das wäre auch eine Idee, ne? Ne, einfach austauschen. Was soll's? Hier, wumms.
Wups, wups. Na, warum sollte ich mir nichts unnötig kompliziert machen? Ich setze den einfach oben drüber. Die Chatbox, so. Klack, wollen wir mal nicht übertreiben. Ne? Es schreibt ja sowieso keiner rein, im Moment zumindest. So, dann wäre das auf jeden Fall schon mal erledigt. Ich könnte jetzt noch zwei, drei Sachen auch hier wieder reinmachen. Und wisst ihr was, wenn ich doch schon mal dabei bin, ne? Was soll's. Ne, für diejenigen, die sich hier nur für das Gezocke interessieren, wenn überhaupt, spult ein paar Minuten vor. Ne, ist vorbei. So, die Alertbox, da ist er wieder. Die kann hier ein bisschen größer sein. Und auch ein Hauch mittiger. Sehr dezent, wie ich finde. Die kann ruhig hier richtig schön in die Mitte rein. Zack. Und dann kommen hier Abonnenten ohne Ende. Ah, wunderbar. Ja, passt. Wie gesagt, immer schön mittig im Bildschirm. Da kann es jeder sehen. So, das war das eine. Nachrichten bzw. die Alertbox. Dann haben wir den Chat hier eingebunden. Da muss ich mir irgendwie noch eine elegantere Lösung einfallen lassen. Und dann gibt es aber noch zwei, drei andere Sachen, die ich hier drin gerne hätte. Wie zum Beispiel, wo war er gerade? Ne? Hier auch ihn wieder. Klick, klack. Ja, und wisst ihr was? Den kann ich auch hier oben einfach mittig wahrscheinlich positionieren. Ne? Weil die Leute, die wollen das ja wahrscheinlich schon gerne, ne, wollen die da ihren Namen sehen. Ist jetzt zwar nicht formatiert oder schon großartig angepasst, aber solange der sich da oben bewegt, ist die Welt in Ordnung, glaube ich. Werde ich mir später selber auch mal angucken. Auf jeden Fall wird das Ding da oben jetzt die ganze Zeit durchgehen. Hm. Ja, reicht doch, oder? Beißt sich das? Nein, es funktioniert. Chat ist auch da. Ja, ich glaube, so kann man arbeiten. So, wunderbar. Wir sind also jetzt endlich, ich weiß nicht, ne, schon da, boah, 20 Minuten am Stream, noch nicht gar nichts gemacht, außer hier ein bisschen eingestellt. Das ist ja bitter. So, okay, da ist ein Bild. Ich bin da. Ich sehe gerade meine Spielchen selber hier auf dem Telefon. Ja, sieht drollig aus, sieht drollig aus. So, jetzt muss ich, Moment, letzter Knopf, den ich drücken muss. So, ich muss ja auch auf den Chat achten. Und ich gucke zwar manchmal zum Kontrollmonitor rüber, aber so soll alles gut sein. Also ich bin jetzt in der Lage, euren Chat, ne, beziehungsweise eure Fragen im Chat zu beantworten und man sieht den Chat auch im Stream. Ich glaube, das ist das, was viele Leute gerne wollen. Nicht einfach nur so schreiben, sondern bla. Okay, wunderbar. Ja, mitten in Ironforge steht der kleine Eber und ja, geht jetzt erstmal zu seinem Briefkasten. Ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch unsere letzten Aktionen nichts gebracht haben. Aber dann kann ich den Stuss wenigstens einfach so im Briefkasten lassen. Ja, das ist, oh, das ist bedauerlich. Das ist bitter. Das ganze Kupfererz, das haben wir doch für so schön günstig, haben wir das da ins Auktionshaus gepfeffert. Und ich habe immer noch keine Bank. Ja, okay, dann nicht, dann warte ich ab. Eine große Menge und irgendwann packe ich die Klamotten dann da alle rein. Wo haben wir aufgehört? Wir waren, glaube ich, so gut wie durch in dieser Umgebung. Eine Schimmerstarkbier. Zum Gebirgsjäger, ja, ich glaube, da geht es dann schon langsam, genau wie bei den Berichten. Nein, stopp, Berichte. Die Berichte, ja, die müssen wir abgeben. Hier in Ironforge, das war's. So, ich habe übrigens keine Ahnung, wie lange ich stream heute. Ich meine, gucken wir einfach mal, was passiert. Wenn man ist ja so als Priester jetzt auch nicht so der Hardcore. Ne? Quester. Hallo, Achiel, ist doch der Bronzebeard, ne? Wie ist er? Genau, Magni Bronzebeard, der König. Der ist doch irgendwann später, hat er doch einen auf den Deckel gekriegt, oder?
Ja, aber zu dir will ich gar nicht, sondern hier zu deinem... Ich geh was kann zu ich für Linken. Euch tun? Mögen eure Reisen sicher sein. So, alles klar. Nee, ich neige dazu dann auch, wenn hier irgendwelche Sachen passieren, ich quassel ja immer dazwischen und ich sollte doch die dominantere Stimme hier sein. Und jetzt habe ich irgendwas gemacht und habe mich gelesen. Ich Idiot. Okay, wir haben es einfach nur abgegeben und fertig, ne? Schimmerstarkbier, verzweifeltes Gebet. Verzweifelt spricht mit Hohepriester in Stormwind. Das wäre jetzt natürlich eine Alternative. Wir könnten von hier aus mal nach Stormwind oder wir könnten in Richtung Loch Modan laufen. Ne, alles ist insgesamt viel gelaufen. Ich würde jetzt sagen, ich gehe zurück, beziehungsweise ich gehe raus und gehe zu dem Gebirgsjäger. Und geh erstmal nach Loch Modan. Dann werden wir uns. Das wird lange genug dauern, da hinzulaufen. Und wenn wir das getan haben, dann haben wir auch gleichzeitig einen Flugpunkt, wo man wieder hier mit hinkommen könnte. Und ich würde dann auf jeden Fall dazu tendieren, dass man dann von da aus. Also hierhin wieder zurückfliegt und dann durch die, mit der Untergrundbahn eventuell mal nach Sturmwind und den Flugpunkt auch noch holt. Und dann haben wir auf jeden Fall. Schon mal das eine irgendwie mit dem anderen verbunden. Ich laufe einfach mal los. Oh Mann. Ja. Und da geht mein Geheule auch gleich schon los. Wir haben jetzt, ich streame zwar schon 20 Minuten, aber das Geheule, ne, also wir spielen tun wir jetzt seit ein paar Minuten und schon kann ich rumholen. Ich habe auch heute Nacht, ne, konnte nicht pennen und dachte mir dann so, ach komm, das kann doch nicht sein. Du bist so lahmarschig gewesen. Also es geht immer noch um meinen allerersten Part. Ne? Jetzt inklusive Aufregung, dass man sich die ganzen Questleute suchen musste. Ne, dann lade ich da so rum und dann gucke ich mir das so an und denke mir, ich erstelle mal eben so einen Jäger. Ne, ich hatte ja schon hier mitgekriegt, eben beim Leveln, ne, einen Jäger. Ach ja, Moment, der kriegt ja auch erst mit Level 10 oder Level 12, keine Ahnung, da kriegt er ja erst sein Pet irgendwo. Und wer sich zurückerinnert, ein Jäger ohne Pet. Ja, du schießt, damals war es zumindest so. Ich weiß nicht, wie es. Ich habe einen 110, also Endlevel-Jäger, aber ich habe da echt nicht drauf geachtet. Das Ziel ist zu nah. Das war hier eine Nachricht. Ich bin mir nicht sicher, ob das heute immer noch so ist. Aber damals, ne, das Ziel ist zu nah. Wenn dir die Gegner zu nah kommen, dann kannst du nicht mehr ballern. Aber du hast auch nichts, um irgendwie wegzukommen, weil wenn du wegrennst, dann rennt dir der Gegner einfach hinterher. Oh nein, schnell, Angstblase, hier, bumm, zack. So. Du willst mir ans Leder, hier, ich geb dir Leder. Aber auch nur, weil ich jetzt so zielstrebig jetzt auf dieses Kupfervorkommen. Ja, okay, Kupfervorkommen. Die wurden zwar bislang alle noch nicht vertickt, aber das heißt ja nichts. Das bedeutet nichts. Ich werde dennoch weiter. Und warum wackel ich die ganze Zeit? Ich werde auf jeden Fall trotzdem noch weiter klopfen. Und in diese Richtung hier laufen. Obwohl, Karanos, Ironforge. Ja, meine Taschen sind voll mit der Möglichkeit. Hey, Mana zu mir zu nehmen. Ich laufe einfach mal. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach ganz weit nach. Ach ja, da ist es ja wieder. Ich bin auf meinem Charakter mit der Maus, aber was anderes wird angezeigt. Ja, komm, scheißegal. Ne, man muss ja auch nicht die ganze Zeit quatschen, ne? Quatschen über Quatschen. Nochmal zurück zum Thema. Also, habe ich mir einen Jäger erstellt. Und da ich ja jetzt auch die ganzen Quests kannte wieder, ne, also auch wirklich, ne, ist ja alles frisch. Ey, da bin ich heute Nacht mit dem Jäger mal eben da durch und innerhalb von tatsächlich, ne, war eine halbe Stunde oder was hat das gedauert, immerhin. War ich dann aber auch schon Level 6.
hätte ich nicht ständig das Problem gehabt, dass ich kein Pet habe und ständig in den Nahkampf gehen muss mit meinem Jäger, was zur damaligen Zeit aber auch noch normal war, wohl bemerkt. Also du hattest da einen Raptorstoß und damals, das hatte ich auch schon wieder komplett weg, da hattest du ja auch als Dingens hier die Möglichkeit, Zweihandschwerter später zu nehmen. Also nicht Zweihandschwerter, Einhandschwerter, aber zwei Schwerter in jeder Hand, ne, Offhand. Ich glaube, irgendwie mit Level 20 habe ich dann da gesehen. Kann man skillen, dass man dann auf einmal zwei Waffen hat oder zwei Äxte oder so. Das haben sie auch erst irgendwann später, glaube ich, rausgenommen. Ja, ich meine, auf jeden Fall, die haben wir rausgenommen. Naja, auf jeden Fall fiel mir dann auch wieder ein damals hier dieses, was war das hier, Beweglichkeit, bla, auf beide Waffen für einen Jäger, das musste man haben. Oder, nee, Kreuzfahrer war das nicht. Kreuzfahrer ist, glaube ich, nur für Nahkampfangriffe. Nee, aber war das nicht auch? Moment. Der Kreuzfahrer? War das nicht irgendwas gewesen, von wegen steigert die, oder bei bla bla erhöht die Beweglichkeit um? Ich weiß es nicht mehr. Na egal. Wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich mir hier genau die richtige Klasse zum Questen rausgesucht, aber wer will sehen, wie ich hier jetzt mit dem Jäger rumrenne? Ich habe mir, ihr habt es vorhin vielleicht gesehen, ich habe mir nicht drauf eingegangen, zu dem Zeitpunkt, ich habe mir auf jeden Fall schon mal ein paar Charaktere erstellt, wie gesagt, mein Jäger, der soll im Großen und Ganzen rennt der nur hinterher. Also alles, was ich mit Elba hier schon gemacht habe, mache ich mit dem dann auch nochmal, nur eben schneller. Und der ist wirklich nur da zum Supporten. Also der wird mir später, ne, Gold schicken, der wird Gold sammeln, alles solche Sachen. Ne, ich habe nicht vor, oder ich bin noch am Überlegen, ob ich mit euch dann hier später, wenn ich auch, wenn grüne Items ins Auktionshaus getragen werden, um die da einzusetzen, wollen wir stundenlang den Chat sehen oder nicht? Kann man natürlich machen, damit ihr seht, ne, wie funktioniert es, aber ich kann mich auch einfach supporten und kann mit dem Jäger dann hier schön, mit dem kann ich Sachen verticken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ich habe mir eigentlich nur ein paar Charaktere dann nochmal erstellt. Erstens, damit ich den Namen hier gesichert habe. Die Umbersteel Ranch. War ich hier nicht auch schon mal? Nein, nicht auf den gefährlichen Hasen. Die Umbersteel Ranch. Nee, ich muss weiter in die Richtung noch. Wir brauchen den Gebirgspass und dann Richtung Loch Modan. Bilde ich mir ein. Ich bin gerade ein bisschen verwundert, dass hier keine Game-Musik tobt. Kupfer! Ne, rauf auf den Berg! 85 Grad Steigung, scheißegal, hoch da! Weil, ne, ich denke ja manchmal auch ein bisschen langfristig. Und dieses ganz Abgeerzte, was ich hier gerade so ein bisschen betreibe, ne? Irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo ich dann auch Thorium und, wie hieß das nochmal? Irgendwas brauchte man am Ende. Schwarz? Also auf jeden Fall gab es da ein paar Erze. Ja, die werde ich, sie abhacken. Die werde ich farmen mit meinem kleinen Priester. Und ich werde sie absolut überteuert ins Auktionshaus stellen. Nur für euch. Hier auf diesem Server. Haha. Ne, dafür, ne, die Rache. Dafür, dass mein Kupfer hier nicht gekauft wird. So, wir sind am Steinbruch angekommen, aber auch da rennen wir vorbei. Und Loch Modan. Ich erinnere mich auf jeden Fall an Loch Modan. So rein optisch. Aber groß gequestet, weiß ich gar nicht. Ich glaube, habe ich da echt damals da gar nicht. Ich weiß gar nicht. Wo bin ich hingegangen mit meiner Allianz? Ich kann mich damals noch daran erinnern. Und das ist was, was hier jetzt definitiv auf diesem Account nicht mehr passieren würde. Und unterirdisch? Irgendeine Höhle? Und zwar, ich wollte damals, ich bin eigentlich ein Druide.
Ich hatte es, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Eigentlich und ursprünglich dann als Baum unterwegs gewesen und so weiter bei der Horde mit einem Tauren-Druide. Und das ist auch der Grund und die Geschichte, wie ich damals eigentlich zur Horde gekommen bin. Als ich das Spiel angemacht habe, das ist ja immer so eine Sache. Da trennen sich dann so die Geister und die Gemüter. Da hinten ist auch noch ein Häuschen. Warum kenne ich das alles hier noch nicht? Ich erinnere mich an die Ecke nicht. Auf jeden Fall. Irgendwann lockt man ein und dann stellt sich die Frage, wenn man keine Ahnung hat und ne, auch mit WoW also überhaupt nichts anfangen kann im Großen und Ganzen, ne, also zum ersten Mal so ein Spiel anmacht, stellt sich irgendwann die Frage, bist du gut oder bist du böse? Was meinst du damit? Habe ich dann damals so, ja, bist du die gute Seite, die Guten, das sind die Allianzer. Und da gibt es die Bösen, das ist die Horde. Ist natürlich vollkommener Schwachsinn, deswegen boot mich nicht gleich aus, ne, ich bin, ne, ich bin viel schlimmer, ne, ich bin weder Hordler noch Allianzer, ne, ich bin... Bei beiden bin ich ein Verräter. Ich spiele einfach beide Seiten irgendwie gern und wollte auch immer beide Seiten gesehen haben. Weil ja, mit einem Hortencharakter hochleveln ist ja ganz anderes als mit, ne? Und ich wollte alles sehen, ich wollte damals alles mitnehmen. Aber ich schweife schon wieder einmal ab. Ich habe also angefangen damals mit dem Paladin. Ich glaube, das war wirklich der allererste Charakter, ohne zu wissen, was das ist, den ich erstellt hatte, ein Zwergenpaladin. Den habe ich hier auch mit selben Namen. Deswegen, ne, ich fühle mich fröhlich. Moment, ein Schild. Werden wir mal drauf gucken. Loch Modan, Ironforge, Karanos, ja. Ja, und was ist das? Was? Wo geht's hier hin? Da ist kein Schild, da ist kein... Gehen wir gucken. Also, und dann habe ich damals, wie gesagt, diesen Paladin erstellt und habe mir das angeguckt. Ich habe dann auch ein, was war das noch? Gnom-Magier, alles, was so dazu, also ein Gnom-Hexenmeister, habe ich nichts gegen, aber irgendwie fand ich das schon immer falsch, wobei ich die drollig fand. Mittlerweile habe ich einen Goblin-Hexenmeister, der ist irgendwie viel drolliger. Moment, hier abbauen, nicht vergessen, während ich quatsche. Ein bisschen Smalltalk hier in Dunmorok. Beim Farmen von Kupfererzen. So, jetzt muss ich aber langsam auf den Punkt kommen. Also auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen rumgespielt und in den Momenten, wie gesagt, wir haben oft als Gruppe gespielt und da waren so verschiedene Quests, waren da überhaupt gar kein Problem. Ne? Außer Sammelquests, die haben sich ewig hingezogen, aber da gab es dann Club-EP. Aber trotzdem, wir haben dann gemacht und getan, ne, mit einer, wenn nicht Vierer- oder Fünfer-Gruppe, waren wir dauerhaft unterwegs. Ne? Die ganze Zeit ne? Nur im Teamspeak am Quatschen und keiner wusste so recht, was er machen soll. Keiner wusste, wofür seine Klasse da und so weiter. Oder einer wusste es, aber der hat es irgendwann aufgegeben, allen anderen zu erklären. Gibt es hier mehrere Wege nach Loch Modan oder bin ich jetzt hier... Gehen wir einfach mal durch. Auf jeden Fall ist man dann ja auch irgendwann mal alleine, ne, mit sich selbst und da dachte ich dann auch, was ist das denn hier? Ich fand die Elfen, jetzt will ich keinem vom Kopf stoßen, ne, also ich fand die Elfen hier schon immer unglaublich hässlich. Das hat sich geändert, als dann auch später die Blutelfen und so weiter kamen, ne, das war auch dann mein erster Paladin, nicht, dass ich da eine Wahl gehabt hätte, bei der Horde, ne, die Blutelfen. Redet mit mir! Fort mit euch! Ich nehme auf den Weg einfach mal hier so eine Quest an, ne, ohne genau zu wissen, was hier gerade los ist. Und dann habe ich alleine rumgespielt und habe mir dann so ein, ja, ein Druide gemacht, was nur die Nachtelfen machen konnten. Ich mochte die Klasse des Druiden. Ich war da irgendwie sofort von begeistert. Und das war auch so die erste Klasse, wo ich nicht in der Gruppe, sondern mich alleine mit mal beschäftigen musste. Ne, ja, was brauche ich denn überhaupt? Was für Werte sind wichtig? Warum bin ich jetzt ein Bär? War auch gleichzeitig total fasziniert. Ich laufe übrigens gerade einfach nur so doof in der Gegend rum und ich glaube, da ist es so eine Leiche. Ist das der Pilot? Was ist passiert? Tötet Marterklaue. Warum habe ich das Gefühl? Okay, Level 11 Bär. Keine Elite. Versuchen wir es mal. Marterklaue.
Buja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann den Druide gespielt. Aber ich wollte meinen Blutelfenkerl, weil ich bin einer, ich spiele dann... Wobei, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ne? Heute denke ich da anders. Damals, ne, ich bin ein Kerl, also spiele ich einen Kerl. Ja, ich weiß, klingt ein bisschen dämlich. Ist auch dämlich. Auf jeden Fall, ich konnte keinen Elfenkerl spielen und deswegen habe ich dann irgendwann den Druide sein gelassen und dachte mir, hey, guck mal da, du kannst den auch bei der Horde spielen. Damals sind wir nicht auf dem PvP-Server gewesen, mittlerweile finde ich das ganz ulkig. Ab und an, ne, also man muss ja nicht, man kann. Ne, da waren wir am PvE-Server und da konnte man das bringen. Also da konnte man sich dann auch eine andere Klasse erstellen. Und da habe ich mir dann zwei Klassen erstellt. Und zwar einmal ein Druide. Tauchendruide, wie sich das so gehört. Den ich wiederum interessant fand, wie gesagt, alleine durch ja, die Geschichte drumherum. Und jetzt habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, okay, die Geschichte um den Druide drumherum, die ist ja bei der Allianz und bei der Horde. Da gibt es ja doch schon auch irgendwie... Ne? Und da war aber das erste Mal, dass ich mich wirklich mit beschäftigt hatte und das wirklich so in mich aufgesaugt hatte. Ich bin dann natürlich noch bei den Untoten Hexenmeister. Aber ich dachte einfach, ja, ein untoter Hexenmeister, ne, das klingt logisch. Und jetzt, ja, ich bediene einfach mal die... Moment, muss ich hier noch was abgeben bei dem anderen da? Ach ja, ja, die Klaue, die sollte ich dann auch da unten abgeben, ne? So. Ich habe da so ein paar Klischees bedient. Ich habe diesen Trailer von World of Warcraft damals, natürlich das Intro-Video, das Intro-Cinematic. Der Zwerg, ne, wie er da steht mit seinem Bären, Zwergenjäger mit Bär. Irgendwie hat sich das bei mir sofort eingebrannt. Wenn ich schon einen Zwergenjäger habe, dann braucht er als Pet auch einen Bär. Kann man sich natürlich noch andere Sachen nehmen und so, aber erstmal... Hallo! Oh, eine Waffe mit einem Ausdauer drauf. Das ist ja... Seid auf der Hut! Wahnsinn! Okay, aber mir ging es eigentlich nur so ein bisschen jetzt um die EP. Ja, okay. Wird eine Quest mal eben schnell hier so im Nichts. Nehmen wir mit. Warum nicht? Naja, auf jeden Fall dann auch... wirklich angetan, in dem Intro hatte mir dann auch sofort dieses, ne, der Fuß, der Zack, der Hexenmeister. Ich will jetzt nicht sagen, gleichzusetzen mit dem Totenbeschwörer oder Nekromanten, eventuell in anderen Spielen, denn er hat sich leider in eine vollkommen andere Richtung entwickelt. Was ich sehr, sehr traurig fand. Damals Dämonen beschwören oder die Möglichkeit, Dämonen zu beschwören. Okay, jetzt aufgrund von den Untoten, beziehungsweise von der... Ja, sind ja die Untoten, ne? Die Verlassenen. Wäre natürlich eine Totenbeschwörung irgendwie ein bisschen dämlich gewesen, so von der Story alleine schon her. Aber diese... Ja, ich weiß auch nicht. Also ich konnte mich dann... Ich stehe auf den Hexenmeister, wohlbemerkt. Ne? Ich war immer so ein richtiger Hexenmeister. Ne? Pet draufgeschickt, dann Lebensentzug und dann wieder mich selber geißeln, Energie abziehen, die man sich dann aber da wieder von den Gegnern wegholt, um seinen... Leerwandler dann wieder voll zum Mal. Ich habe den echt merkwürdig gespielt, aber ich hatte einen Bombenspaß dabei. Ne? Ich hatte echt einen Bombenspaß. Und das waren dann so die Klassen, wo ich dann gemerkt habe, okay, das sind so die Klassen, die kann man wirklich sehr gut auch alleine spielen. Ich erinnere an den Paladin. Im Grunde unsterblich. Oder mehr oder weniger. Ich sage immer unsterblich. Natürlich kriegt der auch aufs Maul, aber der... Ja, der kann sich selber heilen, der kann aber auch kämpfen, ist aber auch irgendwie ein Tank gewesen und... ich weiß auch nicht. Und dann hat man auf einmal, ich will drauf hinaus, auf einmal hatte man eine DD-Klasse. Das war wieder was, was? Nee, du, der Schießer auf zwei und die Gegner tot. Ja, warum mache ich nicht sowas, habe ich mir gedacht. Wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine Ahnung, was hier abgeht und welche Klassen werden bevorzugt. Also welche Klassen werden gemocht und welche Klassen in Instanzen werden nicht gerne. Ich wusste nicht, was ein Tank ist. Musste ich alles lernen. Okay, hier scheint noch kein Flugpunkt zu sein und ich glaube, hier ist dann auch der Unterschied zwischen den einzelnen Gängen gewesen. Was soll's. Naja, auf jeden Fall. Ich hatte mich dann ein bisschen auch mit den anderen Klassen so beschäftigt, habe mal reingeguckt. Aber bis heute das Problem. Es gibt Klassen, wo ich sage, da bin ich nicht gut drin und ich würde sie gerne spielen.
Aber ich kann es nicht. Ich weiß zum Beispiel, ich bin für so einen Verstohlenheitsschurke. Also einer, der aus dem Dolch, aus dem Nichts ausgreift. Das macht Spaß, so zu spielen. Auch PvP, total geil. Ich war immer der Schwertschurke, weil ich einfach zu blöd war für dieses Geschleiche und Gemeuchel und... Ich weiß auch nicht. Das war nicht mein Ding. Ich kann es einfach nicht. Ich würde es gerne können, jedoch kann ich es nicht. Ja. Ja, und so ist es dann, ne? Ich konnte mich nie wirklich für eine Klasse, für einen Main entscheiden, deswegen habe ich sie einfach alle genommen. Und auf Max-Level gespielt und konnte mich echt nie wirklich entscheiden, was ist meine Klasse. Und jetzt geht es noch, beziehungsweise jetzt kommt dann noch hinzu, die ganzen Add-ons, die sich dann ständig ändern. Ich hatte, wie gesagt, meine Schätzchens, ne? Das waren die, mit denen ich gerne dann auch alleine was gemacht hatte, mit denen man gut klargekommen ist und. Und dann kamen aber, ja, die Add-ons, die dann auch, riesige Änderungen im allgemeinen Spielverhalten mit sich gezogen haben. Tell Samar. Ich wusste, hier war was, ne, aber... Ne, kaum noch Erinnerung daran. Ich werfe einfach mal ein Beispiel in den Raum. Ich weiß gar nicht genau, wann es war. Irgendwann sind sie auf den Klops gekommen. Keiner wollte einen Tank spielen, weil Tank spielen... größtenteils, ja, das war mit Arbeit verbunden. Das war so, ja, wie ist denn, mit Arbeit verbunden ist das falsche Wort. Wie soll man das am besten ausdrücken? Diese Rolle eben halt, der Tank, der Verantwortliche zu sein. Und dann sterben auf einmal alle und manche Leute, die haben dann auch gar nicht erst getankt, weil sie dachten, ja, und wenn alle sterben, dann bin ich schuld. Das Spiel sieht das so vor. Natürlich ist das auch eine blöde Aussage. Ich meine, als Tank kann man natürlich auch vollkommen versagen. Habe ich auch alles schon gesehen. Nicht, dass das die Leute abgehalten hätte, trotzdem den Tank zu spielen. Ne, es gibt so verschiedene Sachen, die muss man wirklich erstmal lernen in der Instanz. Und auch, dass man dann den Tank antanken lässt. Und dass man dann auf das Ziel vom Tank geht. Allerdings erst nach dem Antanken, weil der muss ja erstmal antanken. Und dabei tappt der ja durch, muss alles irgendwie mal erwischen. Und wenn ich dann wild schon da irgendwo drauf losballer, während der dann tappt, weil er einfach nur alle erwischen will, ja, auf einmal ziehe ich Aggro und fertig. Also das sind Sekunden, das sollte aber einem bewusst sein. Ja, und viele Leute, ja, dann sieht man, der Tank stürmt rein, bleibt auf einem Ziel, alle anderen Gegnern ist das egal. Der Gruppe ist das auch egal, die schießen in alle Richtungen. Erstmal wird der Priester, der zieht sofort Aggro, weil der Tank schlecht ist. Der Magier, der hat sich gerade irgendwie sonst einen rausgezogen. Der Schurke, der schnibbelt gerade irgendwo dann... Ja, ne, was soll ich großartig erzählen? Albtraum-Szenarien. Ja, aber da muss man, wie gesagt, man muss aber lernen. Lust, ich guck jetzt mal ganz kurz. So, wir könnten von hier aus jetzt nach Ironforge zurückfliegen. Um dann zumindest mal... nach Sturmwind zu fahren. Die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir nach Sturmwind? Bleibt sauber. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, weil wir hier Tell Samar gefunden haben in Lochmodan. Die sengende Schlucht Dunmorok, das Sumpfland. Ne, Moment, was ist wie Sumpfland? Sengende Schlucht Dunmorok. Wieso komme ich da zurück? Sumpfland, Dunmorok. Okay, dann war das der Gang. Und eventuell ist das auch wieder der Gang. Was? Das können doch... Was? Ja, okay, kann herkommen. Da will ich dann rein, bla 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 bla. Und hier geht es dann runter und da wäre der nächste aus. Okay, das kann sein. Ich war jetzt echt ein Stück weit verwirrt. Tell Samar. Und ich bin auch ein Stück weit verwirrt, dass wir hier jetzt keine Quests haben. Deswegen Sumpfland. Wir könnten mal gucken. Sumpfland. Aber was ist... Ich weiß, irgendwo hier ist eine Instanz. Ödland. Dunmorok. Ich bin ja doch schon... Was war das denn jetzt? Also, da säuselte mir auch immer jemand vom Gesicht rum. Das ist ja eklig. Oder war das nur so ein Fussel? Ein böser Fussel. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich bin irgendwie abenteuerlustig. Ich möchte ja doch schon gerne mal.
Ja, hier kommt mal so eine Spinne. Komm, ich greife einfach mal an hier. Ha, du Spinne. Ne, nimm das und das. Ich fiel gerade ein. Können mich Spinnen, die können mich doch vergiften, oder? Ein kleines Spinnenbein. Ach Gott, das Logo. Beziehungsweise das Icon. Da drüben, da ist was. 16er Menschenmagier. Hier, ich heile dich. Die wollen bestimmt nur hier in Ruhe bomben. Da hinten, da waren noch mehr. Ja, ich lasse euch in Ruhe, ich gehe. Ja, dankeschön. So, ich laufe mal ganz kurz in die Richtung. Nein, du Bär, du alter Schwarzbär. Andererseits bin ich auch hier total erzgeil. Ein Silberblatt. Ja, da, ich muss auch, das darf ich nicht vernachlässigen. Wobei auf der anderen Seite, man kann es auch in Ruhe machen, wenn man dann nachher ein Reittier hat. Ja. Los. Erz. Da ist es auch schon. Ich will mir mal die Karte hier ein bisschen aufdecken, ein bisschen gucken. Mal die Gebiete mal sehen, wo ich nicht hin darf. Weil ich habe ja keine Quest. So, der Chat ist zunehmend ruhig. Keine Vorkommnisse. Kann mir natürlich auch unglaublich gut vorstellen. Ich meine, das sollte mich nicht sehen wollen, das ist ja total absurd. Ich meine, okay, jetzt jemanden beim Questen hier zuzugucken, der jetzt gerade auch nicht in der Instanz ist, ne, wie aufregend ist das? Ne, da mache ich mir nichts vor. Ich mache das ja auch mehr so für mich, auch die Videos, dass ich die hier hochlade. Ich meine, natürlich würde ich das toll finden, wenn andere das sehen. Ne, genau, immer schön im Kampf reden, wenn der Sound auch unglaublich laut ist. Tanken wir mal kurz auf. Ja, also dass das keiner sehen will, mir ist das schon klar. Ich mache das ja auch so ein bisschen für mich und deswegen lade ich die Videos hoch. Dieser Fortschritt von damals. Ich wünschte, ich hätte das damals gehabt, ne, und diese ganzen Sachen aufgenommen. Ich habe unglaublich viel aufgenommen. Ich muss es zugeben, mit Wraps. Ich habe gigabyteweise, mein Gott, ich weiß, ich habe mehrere, ich schäme mich gerade so ein bisschen, ne, mehrere tausend Videos. Ich habe auch alte Videos aus Molten Core, wo wirklich wir mit dieser Gruppe da am Raiden waren, im Teamspeak. Ich habe Videos von der, Moment, jetzt fällt mir wieder ein, das wird aber interessant. Von der Hexenmeister-Quest, wie man an das Hexenmeister-Epic-Pferd rankommt, diese Beschwörungskiste, habe ich alles gemacht. In Düsterbruch. Ne, wo man irgendwie auch mit drei Hexenmeistern rein muss und einer der Hexenmeister musste dann auch. Musste irgendein Gefäß haben, was auch wieder. Irgendwas war da. Was dann auch wieder total überflüssig teuer gewesen ist. Irgendwas war da gewesen. Ich habe das echt damals alles aufgenommen und hatte das Video sogar damals auf YouTube hochgeladen. Auf einen anderen Channel. Also das war einfach nur so, auch nicht geschnitten, ohne Kommentare meinerseits. Das war einfach nur so, ne? Oh, Moment, hier. Lauf nicht weg. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ach gut, habe ich ihn noch erwischt? Ich glaube schon. Denn ich wollte mir eigentlich. Da oben ist auch noch irgendwas. Was bringt einem dieses Gebiet, wenn es hier nichts zu questen gibt? Oh. Das Ödland. Ja, da gehören wir noch nie rein.
ins Ödland. Aber ich will auf jeden Fall mal die Karte hier so ein bisschen aufgedeckt haben. Ich erinnere mich, man fliegt irgendwie auch hier drüber ständig. Wenn man zwischen Ironforge und Sturmwind hin und her fliegt. Ödland, Ödland. Okay, sind die Gegner schon Level 14? Ich habe hier also im Grunde nichts zu suchen. Was geht euch durch den Kopf? Fort mit euch! Kennt ihr das, wenn euch ja total bekannt vorkommt und ihr euch aber nicht sicher seid? Ich weiß, hier war was. Ich weiß noch nicht mehr was. Jetzt verdecke ich hier meinen eigenen. Ja, danke schön. Fred Mac, Fritz West. Ja, schöne Grüße. Ich bemerke gerade, mein Chat verdeckt echt überflüssigerweise alles, was irgendwie wichtig für mich ist. Urfin. Oh, Moment, hier, ich rette dich. Ich kam zu spät. Ich bin ein guter Priester. Vergeht kein Part, wo ich das nicht einmal erwähnen muss. Los, so steh auf. Magier, ich dachte gerade, was? Ich bin hier nur Karte am Aufdecken. Schöne Sache. Wobei, ich erinnere, ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht mehr daran, dass man wirklich so ein Gebiet hier auf einmal hatte, ohne Quest. Ich meine, vielleicht kriege ich irgendwo eine Quest, vielleicht renne ich die ganze Zeit oder bin ich an den Questgebern vorbeigelaufen, aber. Hier stehen irgendwelche. Ja, der Loch, also dieses, ne, Loch-Mess-Monster. Da ist bestimmt sowas hier. Ja, die Bären nehme ich auseinander. Ich wollte zumindest einmal. Kriege ich hier die ganze Zeit Aufdeckungs-EP oder was ist das? Ich mache nichts und trotzdem. Die Ausgrabungsstätte. Ich erinnere mich an die Ausgrabungsstätte. Ganz, ganz vage. Und dann, wenn man keine Ahnung hat, mir fällt es gerade wieder ein, wo ich hier von dem Bären einen auf die Fresse kriege. Ich erinnere mich an damals. Ne? Dann rennt man auch so rum und will die Karte aufgedeckt haben. Ne? Weil, ey, warum kann ich die Karte? Ja, die muss er aufdecken. Ja, dann renne ich hier rum. Ey, was sind das hier für Gegner? Die haben so komische Totenköpfe an sich dran. Ja, dann sind die zu hoch für ihr Matsch. Ne, das hat man dann auch gemerkt, wo man dann tief, sehr tief im feindlichen Gebiet drin gewesen ist. Lochfrenzy. Ne, was geht hier vor sich? Da drüben, da bomben welche. Ich versteck mich hier hinter Mauern. Ne, durchs hohe Gras. Paladin, Magier.
Gegner, die höchstwahrscheinlich für mich zu hoch sind, oder? Oh ja. Wenn man schon mal dabei ist und auch wenn es nur ein kleiner Buff ist, ne? Ach ja, da war ja was mit Anhandeln, ne? Nee, Moment, so viel Platz habe ich nicht. Ich mag dieses Spiel. Ja, jetzt darf ich stundenlang nicht auslongen, weil ich habe Wasser bekommen. Hätte ich natürlich jederzeit auch irgendeinen Spieler ne, aber ich traue mich ja nicht. Immer noch nicht. Ich bin so schüchtern. Ich bin so schüchtern, dass ich einen Livestream starte. Damit ich nicht alleine bin. Ja, aber hier ist ganz schön was los. Also in den merkwürdigsten Ecken. Ja. Wobei ich tendiere jetzt tatsächlich dazu. Ich habe mich ja nicht verlaufen. Aber so richtig, ne, wo ich jetzt hin muss, ist mir jetzt und war mir jetzt irgendwie. Jetzt kommen ja auch noch Krokolisken an. Krokilisten. Fehlt mir noch, dass ich hier. Zwergen waren nicht so bekannt für ihre Wasseraffinitäten, ha? Nein. Ich wollte gerade wieder zurück und wollte sagen, ja komm, ich will eigentlich jetzt langsam dann mal in Richtung Sumpfland oder so laufen. Oder man hätte mal im Ödland reingucken können, wobei ich glaube, im Ödland, nee, da war ich noch lange nicht. Ja, das war jetzt doof halt. Ich ärgere mich. Ich schäme mich auch ein bisschen. Aber hey, passiert. Gut, jetzt schäme ich mich auch nicht mehr, ne? Da rennen die nächsten zwei. Komm, ich hab's ja fast geschafft. Jetzt pass auf, so im halbtoten Zustand, ne, werde ich dann jetzt noch so irgendwie, ne, 12-mal. Ach, meine schönen Buffs. Wofür ist dieses Gebiet hier da? Aber hey, ich habe Wasser. Ich sollte es benutzen. Ja, Sumpfland, ne? Ich glaube, vom Sumpfland aus kann man ja auch mit dem Schiff zum einen nach Danassus, aber auch nach Sturmwind. Ich neige tatsächlich dazu, genau sowas zu machen. Level 53, der braucht meinen Buff. Na komm, auch wenn ich sie nicht gebrauchen kann und auch nicht vertickt kriege, dann habe ich immer noch, ne, für Skill. Ja. Ohne Scheiß, ich bin hier nur am Laufen und suche mir die passende Stelle, wo ich dann queste. Das habe ich so heftig nicht in Erinnerung. Aber man hat es ja auch damals mit einer Gruppe gespielt, größtenteils.
Aber okay, das hat Vorteile, das hat Nachteile. Das war dann ja auch immer so gewesen. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Ja, ich dachte, ne, wir gehen mal dahin. Ja, okay, wir gehen mal vor, ne, wir wissen nicht, wo das ist. Man rennt einfach nur hinterher, ohne ja, zu wissen, warum, wieso. Ja, auch ein bisschen doof, ne? Ich meine, natürlich kann man mittlerweile sagen, oder ich kann mittlerweile sagen, so viel WoW, wie ich gespielt habe, habe ich fast alles schon mal gesehen, ne? Hat alles schon mal gemacht. Ich habe mich sogar heute Nacht, als ich dann mit meinem Experiment mit dem Jäger fertig war, habe ich mich dann sogar irgendwie zurückerinnert und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das für Level 60 galt, aber es gab dann verschiedene Tutorials für zum Beispiel einen Schurke, konnte glaube ich irgendwas machen mit Truhen in, wie heißt das Ding? Düsterbruch. Also in einer dieser Düsterbruch-Dinger. Da konnte man vorbeischleichen und konnte da irgendwas holen, was man dann verticken konnte. Da ging es dann um Gold. Und genau dasselbe war, glaube ich, möglich als Jäger in der... Ja, im Blackrock. Ich weiß nicht, ob das dann unterer Blackrock heißt oder so. Also diese normale Instanz vor Level 60 ist das noch. Und da gab es einen Boss, zu dem man irgendwie durch konnte, wo man auch immer resetten konnte. Also konnte man als Jäger durch, den konnte man als Jäger, glaube ich, dann auch einzeln ja, umklatschen. Und der hat die Chance auf irgendein Rezept, konnte er droppen. Und dieses Rezept war unheimlich wertvoll damals. Genauso wie dann, in, ich glaube, in den Pestländern war das. In einem bestimmten Bereich in den Pestländern. Da gab es auch irgendwo einen Bereich mit irgendwelchen Gegnern und die konnten, glaube ich, den Kreuzfahrer oder das Kreuzfahrer-Verzauberungsrezept haben die gedroppt. Ja, das ist, ja, wie gesagt, solche Erinnerungen, ne? Und dass ich damals sogar so ein Video aufgenommen hatte, ja, das ist schon urlange her, und gezeigt habe, vor allem gezeigt, nicht gezeigt, gezeigt. Da drüben sind Leute. Aber hier sind auch Orks. Und zwar Totenkopf-Orks. Deswegen gehe ich da mal nicht so nah ran, sondern wollte eigentlich nur in Sumpfland. Ha. Wobei. Schimmerstarkbier. Ja, wahrscheinlich bin ich einfach nur den falschen Eingang auch hier gelaufen für diese Quest. Keine Ahnung. Ich glaube, ich werde wirklich hier gleich Level 11 einfach nur durch Gebiete aufdecken. Ja. Boah, und kennt ihr das? Ich habe immer das Gefühl in der Nase, ich muss gleich richtig niesen. Und das möchte ich natürlich nicht im Livestream. Auf jeden Fall nicht direkt in der Kamera. Oder um es wörtlich zu sagen, auch nicht in die Kamera. Oder auf die Kamera. Wer will da schon auf einmal so den Schmierfilm? Ja, sorry, ich finde mich wirklich, wirklich selber lustig. Ja, aber was soll ich machen? Man muss sich dann auch schon mal mit sich alleine unterhalten können. Traurigerweise wird mir gerade bewusst, dass ich das immer und immer wieder mache. Und ich nehme das sogar auf. So, Moment. Einmal kurzer Check hier. Bringt mich um. Bringt mich um. Bringt mich um. Also bleib auf dem Weg. Sumpfland. Warum habe ich dieses gerne merkwürdige Gefühl, dass ich hier überhaupt nicht hingehöre im Moment? Sondern dass ich irgendwie vollkommen falsch gelaufen bin. Oder war das so gewesen? Ich meine, ich habe ja auch den Auftrag, geh nach Sturmwind. Ja, man kann auch von Ironforge aus nach Sturmwind. Ich nehme jetzt gerade anstatt die Tiefenbahn nur eben den direkten Weg über Land. Um dann über Wasser zu gehen. Nein, töte mich nicht.
töte mich nicht. Hallo, du kleiner Level 25 Krieger. Ich sollte um solche Gegner vielleicht einen etwas größeren Bogen rennen. Obwohl, ey, ich bin knallharte Level 10. Was ist los? Und ich habe PvP an. Menethil, dann Morg. Dunn, irgendein Glatz. Na, ja, ich laufe jetzt einfach hier zum Hafen. Also bringt auch nichts. Ich kann ja jetzt auch nicht einfach umdrehen. Ich könnte mich zwar zurück beamen, porten. Aber was soll's. Na, jetzt sind wir einmal auf dem Weg. So sehen wir so ein bisschen die Landschaft. Ich muss es ja irgendwann früher oder später machen. So habe ich mir den Flugpunkt hier dann auf einmal geschnappt. Hallo! Ein mächtigerer Zauber ist bereits aktiv. Ja. Ich bin Äber. Ich bin ein guter Priester. Danke. Ein Krokilisk. Da ist einer. Und zwar einer Stonegrip. Ja, man könnte auch sagen, was ein angenehmer Spaziergang. Ne? Also ich meine, so rein wettertechnisch, so schlimm ist das hier doch gar nicht. Gefällt mir doch. Da ist noch ein bisschen Nebel. Die Geräusche, das entspannt gerade. Das ist wie um 4 Uhr morgens, ne, als Fotograf rausgehen. Ne, um hier so ein, weiß ich nicht, hier ein Rotbacken-Pfeifdrüßling oder so zu fotografieren. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das so ein großes Gebiet war. Oh Mann. Oder Moment, war da unten die Instanz? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Die war hier nicht. Hier war die. Nein, nein, nein. Da ist man vom Loch Modan her. Ist man dahin gelaufen. Ja, diese Instanz, die so unterirdisch, diese Ausgrabungsstätte. Marauder. Nee, Marauder war das nicht. Ich habe immer noch nicht geguckt. Ich wollte in das Kompendium reingucken, ne, welche Instanzen für welches Level und so weiter. Und ich glaube, ich hatte damals sogar ein Add-on. Ne, mir fällt das immer wieder so beiläufig, wenn ich hier diese Karten aufmache. Dass ich damals ein Add-on hatte, was mir gesagt hat, in welchem Gebiet welche Level sind. Oh wie. Wie gesagt, eine Stunde am Zocken. Okay, nicht ganz, aber ne, und immer noch nichts erreicht. Guten Tag. Murloc. Sorry. Da kann ich nicht widerstehen. Ja, seit damals, ich weiß gar nicht, was war das beim Lich King? Ich glaube, das Lied, ich meine, Red of the Lich King Add-on. Ja, als da diese Quest war, wo man sich als Murloc verkleidet, seitdem, da hatte ich damals auch so einen für unsere Gilde damals. So ein Video gemacht, so ein Rekrutierungsvideo. Was man dann so auf der Homepage hatte, wo man dann so, ja, man hat sich ja dann angepriesen, da war das mit YouTube, da war das alles noch gar nicht so weit.
Da erinnere ich mich. Da haben wir dann so, habe ich zusammengeschnitten, so diese Spielszenen, wie wir diese verschiedenen Bossen in den Instanzen, wie wir sie gelegt haben, so richtig schön mit dramatischer Musik, so bam, da geht er down und ach, und der nächste. Und das war ja damals hier, Moment, Lich King, Naxxramas war das, ne? 10er und 25er Naxxramas, irgendwie sowas war das doch. Und da habe ich dann so schöne Videos zusammengeschnitten, die Clips, wie die Bosse alle down gehen, wie wir uns dann von links nach rechts bewegt haben und so was, ne? Movement. Und dann am Ende, ja, und außerdem, wir haben den hier. Und dann habe ich einfach auf Tanzen gedrückt, ne? Schrägstrich Tanzen mit diesem Mörler-Kostüm an. Und der macht da ja diese dämlichen Bewegungen. Ach, scheiße. Ich glaube, das Video, das würde ich, ich würde es nicht finden wahrscheinlich. Aber ich suche mir das mal raus. Und wenn es nur diese eine Szene ist, wie der Murdoch da am Tanzen ist, ich fand das total geil. Hey, ich habe schon sehr früh angefangen, meine Spielvideos aufzunehmen. Auch zu WoW-Zeiten, da hauptsächlich allerdings zur Analyse. Zwecken hier, Satarion 3D. Wer hat Stand in der Void Zone? Ich glaube gleich, ne, aus dem Nichts. Ne, und dann klatscht einfach mal so ein Fleck am Monitor, ne, so flatsch. Ja, leichtes Hüsterchen, Niesen. Moment, erstmal du. Sucht ihr was Bestimmtes? Du holde Maid. Ja, ich gebe für meine schlechte Rüstung trotzdem Geld aus. Ja. Wohin mit dem Dreck? Okay, wenn das Wasser nachher verschwindet, dann sind die Taschen wieder leer. So, erstmal Flugpunkt. Flugpunkt wichtig. Nee, ich habe einen langen Weg hinter mir. So, da hinten, da fährt gerade das Schiff nach Darnassus. Wenn ich mich nicht irre. Und hier ist das Schiff für Stormwind, oder? Oder genau andersrum. Na, auch da stimmt, ich erinnere mich. Ne? Und dann rennt man, ah, das Schiff ist da, das Schiff ist da. Nein. Nein. Und genau da haben wir das Phänomen. Nein, fahr nicht weg. Ja, und dann musste man Ewigkeiten auf das neue Ding warten. Aber, da kann ich wenigstens mal fragen. Hier war was. Genau, Nachtelfen. Aubadie, ja genau. Schönen Tag auch. Das heißt, ich muss zur anderen Seite nach Sturmwind. Aber hier wollte ich da stand ich. Ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Dann laufe ich hier hin, stehe hier und dann kam auf einmal das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Im kompletten, ich glaube Tier 2 nennt, war das, hieß das. Ja, dieses gold-schwarz-rote Paladin-Set. Auf dem Paladin fährt, ey, boom, und dann stand er daneben mir und ich war am Ich habe mich nicht mal getraut, den hier anzuklicken und man kann ja Leute so gucken. Ey, habe ich mich nicht getraut. Und da habe ich nur gesagt, ja, boah. Total ehrfürchtig damals. Das war irgendwie, ja, krank, aber auch, ne, irgendwie süß. Irgendwie war das voll süß. Und in diesem Schlüsselmoment, ich erinnere mich eben halt, ne, so, ausschlaggebend. Ja, seitdem bin ich ein großer Freund der Zwerge und der Paladine und des T2-Sets. Guckt euch mal diese, also ich meine, allein das Holz hier. Die Latten, das ist ja komplett überdimensioniert, das Ding. Mein Gott. Ja, aber ich hab's, ne, man verflucht es und ich liebe es, dass man hier wirklich noch Wege zurücklegen muss. Ob jetzt beim Laufen oder mit dem Pferd, ja natürlich dauert das total überflüssig lange. Zweifel ich auch gar nicht. Und natürlich ist das voll nervig. Aber das fördert die Sache irgendwie so schön, finde ich. Also bei mir ist das auf jeden Fall so. Vielleicht seht ihr das ja vollkommen anders. Ja, für mich ist das echt ein Knaller. Ich meine, okay, wird einen Grund haben, warum ich hier... okay, ein Zuschauer habe ich.
Hallo, du Einer. Ich grüße dich. Du hast dich wahrscheinlich verklickt. So, ich beobachte gerade, ne, nur falls ihr euch fragt, ich gucke hier zwischendurch immer mal selber, ne, auf den Stream. Werde aber nicht gezählt. Also nicht, ich bin nicht der Eine. Weil ich bin ja eingeloggt. Ne, und ich zähle nicht als ich selber. Und wenn doch, dann ist das hier das Gespräch gerade total peinlich. Aber kein Problem. Also wenn ich damit ein Problem hätte mit Peinlichkeiten, ne, dann würde ich hier nicht sitzen und auf Twitch WoW Classic streamen. Seit über einer Stunde. Ja, ich könnte die Milena eigentlich mal ganz schnell nutzen, bevor das Schiff kommt. Berühmte letzte Worte. Ja, könnten wir eben hier das Näschen putzen, und damit ich gleich nicht wirklich irgendwie auf einmal... Ja, Mikrofon, Moment. Beziehungsweise gegen die Webcam schnäubeln. Das Schiff kommt. Zumindest aufs Schiff drauf will ich jetzt. Ich finde auch die Idee irgendwie total schön mit dem Schiff. Ne, dass es sich so, ne, tatsächlich dauerhaft irgendwie in Bewegung befindet. Gibt es wahrscheinlich bei anderen Spielen auch, oder? Egal, fängt an zu plästern. Okay, Moment. Erstmal gehe ich mir jetzt die Nase putzen und dann gucke ich mich, ob ich mich um das Plästerproblem kümmern kann. Moment. Einmal kurz frisch machen. So, hallo. Fahre ich gerade schon wieder zurück? Ja, die Marschen von Dust irgendwo. Ich glaube, ich fahre gerade wieder zurück. Ja, okay, kein Problem. Wenigstens hört jetzt auch gerade da oben das Gepläser so ein bisschen auf. Ich habe nämlich so ein bisschen das Problem. Mein Mikrofon, ihr hört es ja, ist eigentlich sehr gut eingestellt, aber... ich weiß nicht, ob es am Mikro liegt oder an meinen falschen Einstellungen. Ich habe da noch keine Lösung für gefunden. Normalerweise, wenn ich jetzt hier quatsch, sollte ich normalerweise gut zu hören sein. Und wenn ich hier hinten... Ja, man hört mich jetzt schnippen. Eigentlich ist das ein Geräusch, also denke ich mal. Man sollte das Geräusch aber eigentlich gar nicht hören. Das ist mit dem Regen. Das Regen, den solltet ihr eigentlich gar nicht hören, obwohl der so am Knallen ist. Aber dafür muss ich ganz nah hier ran. Und reden, was nicht das Problem ist, sondern wenn ich es so einstelle, dass es so ist, dann haut dieses Gate immer wieder zu früh den Ton raus und ich höre auf einmal abgehackt, hört sich auch mal ganz dämlich an. Ich meine, jetzt hört es gleich, wenn es gleich nochmal anfängt, muss ich es mal einstellen. Nochmal. Aber erstmal hier mit. Bla bla bla, in die Richtung geht's, ja. Hier, Leinen los.
Wohl, wohl, Moment, was ist denn? Moment, ich bin doch hier, bin ich doch. Die Insel Terramor. Brachland, Terramor. Ach, da bin ich. Wieso? Ich dachte, das Ding fährt die Fäkt sofort nach Sturmwind. Ich bin ja hier, dann ist ja. Oh weh. Terramor. Fuck. Ich dachte, ich fahre nach Sturmwind. Ja. Dann gehe ich zumindest mal kurz hier nach Terramor rein. Will mal Hallo sagen. Und mir zumindest mal so einen Flugpunkt holen. Jetzt sehe ich da Brachland. Ich dachte mir gerade so, was? Brachland. Ne, wie gesagt, ich hole jetzt den Flug. Ich habe hier ja noch nichts, wo ich hinfliegen kann. Könnte, aber Flugpunkt muss sein. Ne, hallo, mein Freund. Ja, neue Flugroute. Was und kann ich für euch tun? Mögen eure Reisen sicher sein. So, dann bewege ich mich mal lieber schnell wieder zurück, weil ich muss das nächste Schiff erwischen. Das war ja jetzt wieder, das war ja ein Reinfall. Sagt aber auch keiner was hier. Ach, scheiße. Ich hab nur den Steg gesehen und dachte mir, Moment, das sieht doch anders aus. Aber wir das sind doch hier die Marschen von Dust. Was? Ich sehe es ja da unten. Ne? Ich werde wirklich ne, mit erkunden. Werde ich heute nur Level 11. Ja, ich bleib mal hier so schnell. Oh. Inneres Feuer, wollte ich doch mal sagen. Krieg da oder was? Erhöht die Rüstung. Ja, okay, so brauche ich nicht. Okay, dann kriege ich aber wenigstens im Nahkampf nicht so oft einen aufs Maul, ne? Inneres Feuer. Hallo, ich bin Eba. Der Erfolgszwerg aus den Morok. Kriege ich langsam ein bisschen Durst. Ich finde das immer nur so ein bisschen assi, wenn man so im Stream sitzt, ne, und dann also Pulle saufen. Ich habe aber auch keinen Kaffee hier. Ja, und jetzt haben wir ja auch den Livestream. Ne? Ich überlege gerade wieder und gucke auf meine Einstellung hier. Schiff kommt. Habe ich hier? Habe ich auch ein neues Gate? Also noch ein zusätzliches zu meiner normalen Einstellung. Die Frage wäre jetzt, wenn ich das hochdrehe. Ein Delay. Moment. Da drücke ich aus Spaß mal drauf. Aber erstmal aufs Schiff. Ich weiß nicht. Hört man mich jetzt doppelt? Also ich höre mich auf jeden Fall das doppelt und mache jetzt mal hier Special Effekt. Boing, 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 boing. Okay. Delay. Reverb. Wow. Was das bedeutet, man weiß es nicht. Was haben wir hier?
External SF. Nee, FX. Wop. Weiß nicht, so was soll. So. Aber hier. Merkt man das? Wenn ich rede, das gehackt. Ne, wobei, da wäre die Frage, wenn Regen ist, wenn ich dann ganz nah rangehe. Alles klar, man hört jetzt, ich höre mich doppelt, deswegen ist das gerade für mich ein bisschen ungewohnt. Wenn ich jetzt hier ganz nah rangehe, sehe ich natürlich mein Kontrollbild nicht mehr, dann kann ich hier quatschen. Muss aber wirklich ganz nah dran sein und ich hoffe, dass sich der Sound dann nicht abgehackt anhört. Ich, einfach, weil ich doof hier gerade auch am, ne, am Boot bin. Kontrollbild nicht mehr, dann kann ich hier quatschen. Ganz nah dran sein, dass sich der Sound dann nicht. Beziehungsweise, das dürftet ihr ja jetzt gar nicht mehr hören. Einfach weil die doof hier gerade auf. Bild nicht mehr, dann kann ich hier quatschen. Ganz nah dran sein, dass sich der Sound dann okay, ich muss das hier mal ein paar Sekunden testen. Ne, ich werde eventuell gleich wieder umschalten, weil ich hatte, wie gesagt, immer so vorher das Problem. Ich meine, es regnet gerade nicht, deswegen ist es egal, aber ich will mich ja am Ende des Satzes nicht abgehackt anhören, beziehungsweise dann auch am Anfang des Satzes. Das ist dann, ne, hier so, blups. Ich werde es testen müssen. Und ich gehe jetzt mal hier ganz nah. Software. Da habe ich die Software her. Ja, ich werde es testen müssen. Deswegen, ich mache jetzt mal hier. Moment. Jetzt kann es nämlich sein, dass ich ihr das gar nicht hört. Hoffe ich zumindest. Und ich muss mir selber anhören, hier mal im Stream, wie ich mich anhöre, ohne dass euch das Ding ins Gehör... Ich muss einfach nur Geräusche machen, also ignoriert, was ich sage. Grüße. Lebt wohl. Ist doch in Ordnung, oder? Ich glaube, das ist so in Ordnung. Und ihr hört den Chat normalerweise. Ich meine, vielleicht ist ja, wenn ich gerade rede und das läuft hier, ist das schon klar, aber. Moment. Ich muss mal abtesten. Rausdrehen kann ich immer noch. Ich werde es jetzt einfach mal bei einer Stunde 28 bin ich gerade am Stream. Muss ich mir das mal antesten, ob das so in Ordnung ist? Ob ich so quasseln und reden kann und das Ding auch erst anspringt, wenn ich mache, weil wenn ich dann hingehe und ich. Probier jetzt mal ganz kurz. Ich sehe auch das Video, ne, hier. Da bin ich jetzt hier so... ne, huste. Ne, ist jetzt der Sound draußen oder ist er drin oder... Ja, ist natürlich immer dämlich, sowas live zu testen. Vor allem, wenn auch keiner da ist, der sagen kann, hört sich gut an, hört sich nicht gut an. Ich werde es abchecken. Ich lasse es jetzt ein paar Minütchen so laufen und dann werde ich es gleich wieder umschalten. Und werde mir dann später einfach mal anhören, ob das so in Ordnung war oder nicht. Es geht mir ja jetzt auch nur darum, eigentlich ist es ja jetzt unnötig. Geht mir nur darum, wenn es dann wirklich mal so anfängt zu plästern. Ich bin hier in so einer Dachwohnung und da sind nochmal Schrägen drin. Und wenn das hier auf dieses riesen Fenster platschert. Ist einfach doof. Aber ich kann es nicht beeinflussen und ich habe auch keine Lust dann wegen Sommer den Stream dann abzubrechen. So, zurück in Ironforge, bla bla bla, die Tiefenbahn, bla bla bla. Tiefenbahn da. Danke. Ja, wir sind nur unterwegs, ne? Das ist... komisch.
Das ist nicht die Tiefenbahn, das ist die Halle der Forscher, mein Freund. Ich glaube, die Halle der Forscher, da brauchte man auch, brauchte man das für irgendwas? Wie spricht man das jetzt richtig aus? Feiti? Feiti? Folgt nun einem Kong. Kong, das bin ich. Ach, wunderbar. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Danke. Schön, dass du dabei bist. Na, jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so alleine. Ah, da kommen ganz gruselige Erinnerungen hoch. Hier Tiefenbahn. An Gnomeregan. Ich glaube, da werde ich nicht reingehen zum Heilen. Und da habe ich das Thema eigentlich auch schon angesprochen. Zumindest diesmal. Ich habe es ja beim letzten Mal schon angehorcht. Ich will ja auch als Heiler in Instanzen reingehen. Natürlich sehe ich da eine Quest. Warum auch nicht? Erinnere mich, dass da irgendwas war. Ich weiß nur nicht mehr, was das war. Aber ich bin neugierig, ne? Wenn ich eine hupsende Kiste sehe, dann muss ich da ganz nah ran. Ich will so einen Piratenhut. Kann ich euch helfen? Tiefenbahn, bla bla bla. Haltet ein, tauge nichts. Arr. Sucht ihr Arbeit. Da haben wir echtes Blablaran-Problem und alles klärchen! Jetzt ist die Bahn da. Also bis zum nächsten Mal, mein kleiner Freund. Ich finde die Gnome total drollig. Ich weiß gar nicht, warum ich finde die drollig. Leck mich am Arsch, sind die drollig. So. Nicht aus der Bahn fallen und... Hier, Rollercoaster, wuppala. Was ich noch nie gemacht habe, wohl bemerkt. Ich erzähle ja immer, ich habe alles schon mal gesehen. Ich bin hier noch nie zu Fuß hergegangen. Ich meine, werde ich jetzt auch nicht tun davon ab, aber das ist was, was man mal gemacht haben sollte, oder? Ein Weg ist ja auf jeden Fall da. Irgendwann mache ich das mal. So, und da sind wir auch schon angekommen mit der Tiefenbahn. Hallo. Willkommen im Sturmwind. Beziehungsweise, jetzt wo ich angekommen bin, nehme ich mir mal kurz die Sekunde eine Tiefenbahn Rattenrazier. Fangeratten 5. Benutzen, um das Gezücht. Einfach, weil ich es gerade irgendwie interessant finde. Haben wir hier auch Ratten? Der Nipsi. Aus Ironforge. Wie Ironforge. Ich drück mal an. Ich bin außer Reichweite. Okay, hier gibt's scheinbar keine Ratte. Später. So, bin ich denn jetzt im in Sturmwind angekommen? Tatsächlich. So, in irgendeinem Viertel. Ja, ich habe, okay, ich habe es noch, eigentlich habe ich nicht aufgedeckt, aber jetzt muss ich, Moment, irgendwo dahin. Das heißt, einmal nach rechts,
Beziehungsweise geradeaus und rechts, dann wieder links. Sturmwind. Aber ich war immer mehr der Ironforge-Rumsteher, muss ich sagen. Wald von Elwin. Also so richtig warm geworden bin ich damit nie. Da war mir auch zu viel gelaufen. Allerdings ist man von da aus auch ins nächste. Da war irgendwie so ein. Wie heißt das Gebirge? Ich komme nicht drauf. Bin ich da? Bin ich hier neben das Ding? Nicht brennende Steppe. Rotkammgebirge. Von Wald von Elwin ins Rotkammgebirge. Da gab es ein bisschen was zu tun. Im Chat, Muggelmutter. Schön, Sturmwind. Mal gucken, wie voll das hier ist. Also ich war wirklich damals immer so ein Ironforge-Steher, ne? Immer da natürlich zwischen Bank und Auktionshaus, ne? Ja, ja, klar. So, da drüben. Ich glaube, da war immer was geplant, ist aber nie was draus geworden. Hey, Moment mal. Hey, du Ratte. Okay, ich muss, ihr müsst in die Tiefenbahn sein. Noch Fragen? Hallo, du kleiner Gnomenschurke. So, als allererstes Flugpunkt. Alice im Wunderland. Das gefällt mir. Alice im Wunderland. Ne, wobei, das erklärt es jetzt auch, ne? Also mich könnte schon solche Kleinigkeiten zum Lachen bringen, ne? Also so viel zum Thema, dass ich über mich selbst lachen gegrüßt. Kann. So, ja, so langsam. Ziehe den Ehrenfreund. So, wir sind in Sturmwind angekommen. Hohepriester, bla 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 in Stormwind. Ach Gott, jetzt muss ich wieder komplett auf die andere Seite von Stormwind, weil da war, glaube ich, diese Kathedrale, wo ja auch hier, ne, das Blach, ne, Anduin, ne, in Classic, da war der doch noch ein Stöpsel, ne, so ein junger Fuchs. Doch, guck mal, hier ist doch auch gut besucht. Da kann man doch nicht maulen. Gold habe ich trotzdem keins. Deswegen kann ich mir nichts im Auktionshaus leisten. Ich würde sagen 5 Silber. Es sind nur noch 2. Ich sollte vielleicht mal lesen. Moment, wenn die Hohepriester euch persönlich sehen will. Die sagen nur wieder Hohepriester. Moment. In der Kathedrale des Lichts. Ich vermute einfach mal, dass sich die Kathedrale am Kathedralsplatz befindet. Alles andere wäre merkwürdig. Ich bin zurück. Ja, und viele Klamotten. Irgendwo musste man hier auch irgendwas hinterherrennen. Da gab es dann irgendein Kind, was irgendwelche Spielzeuge verscherbelt hat. Aber ich glaube, das war alles wirklich sehr viel später, als dann auch dieses Archivement-System eingeführt wurde, was ja bis heute auch ja, toll ist irgendwie, aber bringen tut's nichts. Und ich erinnere mich, Level 60. Irgendwas war doch da. Ne, da hat doch dann Onaxia oder so. Oder die Hüter von Onaxia oder. Irgendwas war hier. Ja, hallo, du Typ.
So, Mädchen, du hast Seid irgendwas gegrüßt. Zu meckern, dann komm mal raus damit. Verzweifeltes Gebet. Ja, wunderbar. Seid vorsichtig. Das haut so richtig rein. Braucht ihr etwas? Möchte meine Talente verlernen? Nein, im Moment noch nicht. Ja, im Moment wäre ich ja schon froh, wenn ich irgendeine Mögen Art von Talent hätte. Sein. Ja, dafür der Weg, ne? Zehn Minuten Abklingzeit. Was bringt das? Ich meine, verzweifeltes Gebet ist schon irgendwie klar. Aber ich guck gerade, ne? 237, also um 170. Das heilt, ja, ein Stück heilt das. Das könnte so der letzte, ne, genau wie meine Steinhaut hier im Moment. Ja, so der letzte Versuch, gerade noch irgendwo zu entkommen oder so am letzten Meter. Kennt man ja auch, ne, bei Gruul oder so, ne, alle kaputt, bis auf einen Jäger, ne, der mit Autoschuss oder so dann immer noch, oder Onaxia, der alles schon gehabt. Wie bei Onaxia weiß ich nicht, ob ein Jäger war, ne, aber wirklich so, ne, ein, zwei Leute, ne, stehen da noch, sind irgendwie am, und dann die letzten Dots, lass die Dots ticken. Ich glaube, bei Ragnaros war das auch mal gewesen. Ich vertue hier immer mit Sulfarak, Sulgurub. Ich glaube, Sulgurub war da Dingen. Das ist eine 10er Instanz für Level 60er. HK. Atalay HK. Irgendwie sowas. Auch der dann so am letzten Meter. Fast alle tot, ne? Und dann die letzten Heiler, die waren da, ne? Bei den einem oder anderen Boss auch, ne? Ja, das. So, es hilft ja im Moment irgendwie alle nichts, ne? Wir müssen ja weitermachen, ne? Also ich laufe hier rum und macht jetzt für mich keinen Sinn, zurückzufliegen, auch wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, oder zurückzufahren. Die Tiefenbahn-Quest gut und schön, aber das zieht mich jetzt auch nicht unbedingt wieder zurück. Deswegen renne ich jetzt in den Wald von Elvin, um mich dann ganz hart rechts zu halten auf der Karte, um ins Steinkrallengebirge, war das dann, glaube ich, da zu kommen. Da war dann auch nochmal so ein Hafen. Und einfach mal auf dem Weg gucken, was es da so gibt. Hallo, ihr alle. Ein Krieger, die rumschreien. Wo gibt's denn sowas? Ja, willkommen im Wald von Ilvin, dem Territorium der Horde. Und jetzt frage ich mich gerade, ich habe mich ja so ganz selbstverständlich von meinem Mikrofon hier wegbewegt. Hört man mich überhaupt noch? Ne, oder bin ich jetzt zu weit vom Mikrofon weg? Moment. Los, rede! Ja, willkommen im Wald von Ilvin, dem Territorium der Horde. Jetzt frage ich mich gerade, ich habe mich ja so ganz selbstverständlich von meinem Mikrofon... Oh ja. Ne, oder bin ich jetzt... Das ist total merkwürdig. Sorry, ich war mir gerade abgelenkt, aber das dürfte hier alles nicht zu hören sein eigentlich. Also ich meine, reden ja, aber lalalala. Müsste schon komisch sein. Angekommen. Okay, ich mache wieder aus. Das ist dann doch ein bisschen befremdlich irgendwie, ne? Aber ich glaube, man hört mich hier ganz normal, wenn ich hier so quatsche. Und das ist gut. Mal stellt euch vor, ich würde hier quatschen und ihr würdet mich nicht hören. Oder stellt euch mal vor, ich würde nicht pausenlos quatschen. Für die Allianz. Seid vorsichtig. So, ich weiß nicht, was, wie viel Hallo. Oder überhaupt ich hier jetzt gerade mache. Ich nehme einfach mal ganz wahllos Hallo. Auch hier alle Quests an. Mögen eure Reisen sicher sein.
Bla. Ehre dem König, Freund. Das Licht segne euch. Ziehe den Ehrenfreund. Also ich werde jetzt hier ein bisschen questen. Seid gegrüßt. Das ist eigentlich das Menschenstaatgebiet. Für die Allianz. Schmiedekunst, also sowas brauche ich alles hier irgendwie nicht. Geh weg. Einfach nur, weil ihr seht ja da unten, es fehlt nicht mehr viel zu Level 11. Ich bin jetzt heute den ganzen Tag irgendwie nur rumgerannt. Fast 2 Stunden sind vergangen. Ich bin rumgerannt. Mehr nicht. Ja, okay, Tiefenbahn. Mach ich mal weg. Dann Morok. Mach ich mal weg. Sturmwind. Bla. Wald von... Hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall gibt es noch EP. Auch wenn es nur kleine Quests sind. Und keine davon kann ich scheinbar wirklich irgendwie verfolgen. So, was haben wir also hier? Goldstaub. Von den Kobolden im Wald von Elwin. Ja, okay. Speertrupp. Alles klar, ich gucke einfach mal ganz schnell an die Sachen, an die ich mich noch spontan erinnere. Wenn ich ein Stück in diese Richtung hier gerannt bin. Ich glaube, irgendwo da hinten war dann auch Westfall. Genau, da war Westfall. Wenn ich ein bisschen in die Richtung hier gelaufen bin, da war irgendwo so ein... Da war irgendwo Hogger. Hogger, der Gewaltige. Hogger. Da könnte man mal gucken, ob man den eventuell mal eben einen auf den Kopf gibt. Und wenn ich dann schon da hinten bin, könnte ich mir überlegen, ob ich ganz weit nach Westfall reinrenne. Obwohl ich das Gebiet auch nicht sonderlich mochte, sieht es hübsch aus. Wohl bemerkt. Ein Hof. Da waren aber noch keine Hogas. Boah, man ist so unglaublich viel am Laufen hier in dem Spiel, ne? So kriegt man die Zeit auch irgendwie rum. Eine Kuh. Ein Level 5 Tier. Ich erkenne tatsächlich gewisse Parallelen zu Minecraft. Ne, auch hier, ne? Meine Spitzhacke. Irgendwo da drüben, irgendwo hier war der Hogger. Und auch direkt gegenüberliegend die Aufgabe, Hogger einen Besuch abzustatten. Vermutlich bin ich zu low, der ist Level 15 oder so. Was ich total drollig fand, was ist das denn? Steckbrief. Ach, das ist der Hogger. Hogger. Gleich mal annehmen und gucken. Hier, Elite. Ich glaube, der stand dann einfach ein Stück weiter hier irgendwo. Ah, der sich doch hier am Rumtummeln, das Stück. Da hinten rennen sie wieder. Da ist Hogger. Nee. Ich will Hogger. Ich will Hogger. Ja, okay, die sind hier gerade am Bomben, schätze ich mal. Habe ich auch schon erwähnt. Also so sieht das dann aus. Ne? Dann immer schön einfrieren. Funktioniert super. Wenn man ein gutes Team hat. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde Hogger nicht alleine besiegen können hier.
Ach Mann. Wie sagt man so schön? Da war der Wunsch wieder Vater des Gedanken. Ja, dann laufe ich jetzt erstmal hier zurück und ich laufe jetzt. Ja, ich laufe. Warum sollte ich auch was anderes tun als laufen? Ich glaube, ich laufe mal nach Westfall rein. Ich laufe in diese Richtung. Hol mir den Flugpunkt, fliege wieder zurück und lauf ins Steinkrallengebirge. Nee, weil wir sind an der Grenze. Ja. Ja, aber auf jeden Fall dieses, was mir später aufgefallen ist, dieses Gate, was ich halt hier aktiviert habe. Es ist ja wirklich so, wenn ich ganz nah am Mikrofon dran bin, so, ne? Ist alles in Ordnung. Wenn ich hier sitze und atme, ne? Ich meine, stört mich auch nicht, aber ne, wenn man sich die Videos anguckt, langfristig, ist es doch schon ein bisschen nervig. Man sieht sich. Hallo. Komm, ich nehme alles an. Man sieht sich. Vorsichtshalber. Wie geht's? Schönen Tag auch. Löschen kann ich die Quests hier immer noch. Ich will eigentlich nur den Punkt. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich gerade selber wieder irgendwo abgehackt. Beim Quatschen. Eine Speerkuppe Westfall. Ja, zur Speerkuppe würde ich gerne. Hier geht's nach Moonbrock, da möchte ich nicht hin. Speerkuppe, Wald von Elwin. Also dieser Weg. Hier gab's doch diese Banditen der Devias. Oder so ähnlich. Westfall-Eintopf. Warte, warum gehen wir nicht einfach mal Hallo sagen? Hallo. Was kann ich für euch tun? Das Licht segne euch. Du hast Probleme, sagst du. Und du hast einen Topf. Seid vorsichtig. Kann ich euch helfen? Mögen eure Reisen sicher sein. Man sieht sich. Hey, und schon hat es sich irgendwie gelohnt, oder? Was auch immer ich jetzt hier noch machen soll. Mach es nicht. Noch nicht. Wobei, auch wenn ich jetzt gucke, also Level 12. Da ist schon die Speerkuppe. Also ich will auf jeden Fall wissen, welchen Level wir auf der anderen Seite haben. Im Stein. War doch Steinkrallengebirge, oder? Dämmerwald. Ach, den konnte ich gar nicht so leiden. Ne, hier. Seenhain. Seenhain auf einmal. Seenhain. Also das ist das, was ich gemeint habe. Oh. Und ja, heutzutage auch aufpassen wieder. Jetzt heißt es auf einmal, ey, guck mal da. Ein automatisierter Charakter. Gibt es da überhaupt noch WoW-Bots? Ein Multiboxing von sowas hat man ja schon mal zwischendurch dann gehört, aber gibt es noch Bots? Oder gibt es wieder Bots in der Classic-Version? Wäre jetzt mal nicht ganz uninteressant, dazu zu wissen. Braucht ihr Hilfe? Seid vorsichtig. Für die Allianz. Braucht ihr etwas? Man sieht sich. So, auf jeden Fall habe ich irgendwie den Eindruck, hier kommt richtig was an, ne? An Quests rein, also an Sachen, die wir Dinge und Sachen, die wir hier erledigen können. Aber werden wir noch nicht tun, sondern ich hole mir jetzt diesen Flugpunkt, fliege zurück nach Sturmwind, laufe zurück in den Wald von Elwin und laufe in die entgegengesetzte Richtung. Dann habe ich auf jeden Fall. Wie geht's? Ich meine, ich hätte es ja so oder so machen müssen. Ach, da geht mein ganzes Silber dann hin, ja, ist ja klar. Schönen Tag. Muss trotzdem sein, ne? Hier, guckt, ich fliege. Ui. Und das werde ich auch noch vermissen. Fliegen in Azeroth.
Ach, auch an sowas, ne? Ich erinnere. Flugunterbrechung. Wenn man gerade am Questen war, man war irgendwo unterwegs oder so, dann, oh scheiße, die Instanzgruppe ist, ne? Wir haben einen Tank. Ach, schön. Glaube ich zumindest so. Ich mach nochmal so einen kontrollierenden. Nicht erschrecken. Ja, also für mich ist das jetzt in Ordnung. Moment. You have mail, stand hier gerade. Die richtigen Knöpfe drücken. Ich bin ja am Fliegen, ne? Was soll ich tun? Ach, okay, da bin ich schon mal gekommen. Moment, da muss ich mal kurz einen Blick drauf werfen. Ja, was soll ich sagen, ne? Da wartet schon ein leckerer Happenpappen auf mich und ja, ich bin auch geneigt und gewillt und aber eine Sache mache ich noch. Ne, also ich bin jetzt wieder, ne, beziehungsweise zwei Sachen mache ich. Ich laufe jetzt nochmals ins, ne, in die Kathedrale und schaue, ob eventuell relevante Talente für mich dabei sind, obwohl grenzwertig, ne, mein Budget. Da muss ich mir echt was ausdenken. Ja, aber da habt ihr das wieder, ne? Also auch, ich habe kein Problem mit Farm gehen, aber ich habe ein Problem Farm gehen mit dem Heiligpriester. Ich meine, ich bin kein Heiligpriester, also noch nicht, dafür bin ich noch zu low, aber ne, dann würde ich mir mit meinem Jäger wiederum eher so eine Stelle suchen, wo man dann schön im Kreis läuft und irgendwelche, ne, das Kupfer wird so, ne? Ist ja nicht aus gutem Grund, dass man Jäger hasst, ne? Weil einfach damals auch diese Bots, ne, diese Goldbots und ja, alles Jäger, die einfach nur die ganze Zeit im Kreis gelaufen sind und einem meistens, ne, Mobs weggekillt haben, die man gerade brauchte für irgendwas. Ja, mein Supporter. Mein Supporter. Ja, aber es ist grundsätzlich schwierig, wenn man keinen hochkarätigen Charakter auf dem Server hat. Na super. Stufe 12. Ach, waren da echt dann solche Abstufungen? Dann erst da ab Level 18 dann wieder weitergeht. Siehe den Ehrenfreund. Hatte ich ganz ehrlich, kann ich mir so am Schirm. Okay, auf jeden Fall, man muss ja gucken gehen. Das heißt, es wird sich jetzt lange, lange Zeit an meinen Talenten eigentlich überhaupt nichts mehr ändern. Bis im Grunde Level 18, außer ja, das eine Schild, ne, so Kleinigkeiten irgendwie hier und da. Schon interessant. Sachen, die ich alle schon nicht mehr am Schirm hatte. Oh. So, und jetzt zumindest, ne, wenn wir schon mal gerade dabei sind, ne, laufen wir weiter, ne, läuft und läuft. Ey, wie ein Zwergenpriesterchen, dem man die Duracell-Batterien aber ganz tief. Ne, bin ich am Rennen. Mir fällt gerade was ganz Blödes ein und ich bin mir gerade nicht sicher. Waren die Auktionshäuser damals vernetzt? Schon? Oder war es damals, es war doch so gewesen, oder? Da waren die Auktionshäuser für sich alleine. Die waren noch nicht miteinander. Moment. Fulborg! Wie heißt der? Unter? Was? Unterhälfte? Was?
Moment. Ja, ich bin jetzt nicht zurück, um zu gucken, aber. Da ist einer, ist das nicht ein bisschen dämlich? Ich könnte ja jetzt hier drauf drücken und einfach das Gebot von ein Kupfer. Ne, er war zu faul, da was reinzuschreiben, aber so, das könnte ich alles aufkaufen. Weil ist ein Kupfer. Ja, sofort kauf kann ich mir nicht, aber ich sag, ich mach doch mal ganz doof. Ich drücke einfach auf Gebot. Wenn mich keiner überbietet, was soll's? Zack. Ja, und der wird da im Leben nicht drauf achten. Und dann habe ich schon... Ja, und ich verscherbel das dann wieder, weil ich ihn... Ne? Und er freut sich, weil der hat dann insgesamt, wenn ich 10 Kupfer oder so. Gott, wäre das lustig. Einfach nur um den kleinen Archerot. Ne, ich will jetzt nicht sagen, eine Lektion zu erteilen, aber. Ne, vielleicht sieht er mich ja auch. Und kann dann überall draufdrücken und ein Gegengebot geben oder so. Ansonsten habe ich verdammt günstig eingekauft. Ja, also ne? Schönen Dank. Wenn das funktioniert, dann mache ich glatt unter mich. Macht ja keiner, ne? Ich meine, da guckt auch kein... Ich wollte schon sagen, kein Schwein. Da guckt auch niemand drauf, ne? Ob, man bei solchen Beträgen, da drückt man dann irgendwie einfach zack, zack, zack und auf... nicht auf Gebot, auf Sofortkauf und alles andere guckt man sich gar nicht erst an. Und ja, ich weiß, ne? Ja, da muss alles irgendwie weg. Ich habe auch nur ein paar Tage Zeit. Nur einen Monat. Die Bank kann ich mir nicht leisten und, ja, komm, jetzt wollen wir die Sache, ne, für heute mal zu einem Ende bringen. Wir haben auf jeden Fall, ich sehe es nicht als Misserfolg, auch wenn wir, ich meine, wir haben Level geschafft, einfach nur durch rumlaufen, das ist doch schon mal was. Und was viel wichtiger ist, wir haben uns für später die Bereiche schon einmal aufgedeckt. Jetzt habe ich natürlich schon hier in Westfall, ne, da ist einiges. Wie gesagt, die andere Seite, ich will sie mir aus Interesse, will ich mir nur noch mal angucken, ab welchem Level das war, ob wir dann da die freie Wahl haben. Oder einfach sagen können, wenn uns da das das Zeug ausgeht. Wie gesagt, wir haben dann den Flugpunkt. Fliegen wir einfach mal dahin. Ist ja kein Problem. Auf jeden Fall müssen wir dann insgesamt weniger laufen. Weil wir uns das meiste meiner Meinung nach hier schon aufgedeckt haben. Auch zurück nach Loch Modan können wir. Ich neige auch dazu, den Weg auf mich zu nehmen. Und diesen einen Gebirgsjäger. Ne, diesen einen hier. Ne, immer noch gelb, die Quests. Das gibt EP. Ich meine, in der Zeit kann man wahrscheinlich auch einfach irgendwelche Viecher töten, aber... Oh nein. Ach genau, da war doch ein Event, ne? So ein immer wiederkehrendes hier. Ja, ganz ehrlich, das Schönste jetzt gerade auch an diesem Spiel ist dieses, ne? In Erinnerung schwelgen. Ja, das meiste, das spreche ich dann ja gar nicht laut aus, sondern einfach nur, man ist da irgendwie so eine Quest am machen, man sieht auf einmal irgend so einen Mob wieder, ne, wie so ein Murloc, ne, und dann denkt man sich so, oh, guck mal da, Murloc. Ja. Ich laufe wieder. Ne, Auto laufen. Auto laufen durch den Wald von Elwin.
Meine App sagt mir, ich bin auf dem aktuellsten Stand. Ist ja toll. Wünschte mir jetzt dann so einen gewissen Zusammenhang eigentlich, aber... Ich muss noch mal... Wieder, wenn ich hier gerade am Laufen bin, es passiert ja nichts, ne? Dann kann ich ruhig mal reinhören. Und abchecken. Und da ist jetzt wäre es interessant. Ich habe ja das Handy, ich habe es hier in der Hand. Ich habe es nicht so laut, aber ich habe es an. Ne, kommt das an? Ich höre es ja gerade selber. Mach einfach mal. Da dürfte nichts kommen. Und wenn doch, kann ich es immerhin einstellen. Ne? Ich bin am Laufen, also egal. Doch, man hört es leise im Hintergrund, aber dafür, dass ich direkt daneben halte, ne, Gespräche ja, das da unten nein. Also falls ihr gerade dazugekommen seid und euch fragt, was macht der Idiot da? Ich höre einfach nur gerade, ich bin hier mein Gate am Einstellen, beziehungsweise ein zweites Gate für den Fall, dass es bei mir richtig heftig anfängt zu plästern. Dann auch das hier. Genau sowas will ich ja versuchen zu vermeiden. Gerede ja, ne, geatme nein. Und er läuft und läuft. Okidoki, das könnte die Lösung meines Problems bereits gewesen sein, diese Einstellung da in diesem Ding. Ich muss es mir nachher, also ne, entschuldigt, wenn dieser Stream dann dadurch verhunzt ist. Ich werde es mir angucken und dann muss ich entscheiden, oder kann ich mich entscheiden, belasse ich das so? Ne, oder stelle ich das wieder zurück? Aber ansonsten ist das für mich gar nicht mal so unpraktisch. So, hier erstmal kommt, zack, der kommt erstmal weg. Grüße. So, hallo. Seid vorsichtig. Seid gegrüßt. Ziehe den Ehrenfreund. So, das werde ich allerdings in Wirklichkeit gar nicht machen, sondern ich laufe einfach weiter. Ja. Seenhain hieß das, ne? Ja, und so, Goldhain sehen. Ja, und so sieht das aus, wenn man den Weg nicht verlässt. Wobei ist der Wald von Elwin, da hätte ich auch querfeld einrennen können. Da hätte ich wenigstens die Karte ein bisschen aufgedeckt. Gnrrr. Eba. Du auch hier, Eba. Mein Gott, sind wir heute gelaufen. Gab es hier nicht auch irgendwie, ich glaube, das kam ja später, ne? Statistik. Bild aufwärts. Ja, dann nicht, aber ne, ich habe da so eine ganz komische, schwammige Erinnerung. Nur Gerenne hier. Brennende Steppe, ja, da sind wir natürlich sofort tot, da gehören wir noch lange nicht hin. Brennende Steppe, sengende Schlucht. Ja, oh ja, das waren auch alles so Gebiete. Die hatten zwar alle so für sich genommen einen schönen Charme irgendwie, aber oh wie, ich weiß jetzt schon, wie ich rumfluchen werde.
wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, ne? Ich schmeiße es einfach gerade so in den Raum, weil ich hab, ich laufe halt hier so, ne? Ihr könnt an der Entscheidung, ne, mitwirken. Also ich plane nebenbei noch einen anderen Charakter zu spielen, allerdings nicht im Stream, den ich nur habe, um ihn hier zu supporten, was Geld und Gold angeht. Also der ist zum Farmen da, für nichts anderes. Jetzt könnt, also damit ich dann nachher auch wirklich das Reiten habe und lauter solche Mätzchen. Also das ist der, wo ich dann wahrscheinlich eher die Sachen alle hinschicken kann, per Post. Weil ich auch hier gar keinen Platz habe und das ist dann wie so ein, ja, Bankcharakter wäre jetzt falsch gesagt, weil der setzt die Sachen dann zwar auch in die Bank rein, beziehungsweise auch bei, jetzt hätte ich fast eBay gesagt, rein, also hier im Auktionshaus, aber der soll eben halt den kleinen Äber supporten, weil der ist nicht in der Lage, ich meine, ist schon, aber da zieht die Sache einfach unnötig in die Länge. Ne, mit dem werde ich nicht farmen gehen, außer später, ne, wenn es dann wirklich heißt, für irgendwelche speziellen Priesterquests oder so weiter. Ja, natürlich, dann bin ich mit ihm unterwegs. Ne? Aber ansonsten würde ich mir, ne, mit meinem Jäger einfach nur ihn hier supporten. Ne? Was, ne, Taschenplätze angeht, was das Auktionshaus angeht und so weiter. Wenn ihr allerdings sagt, das wollt ihr nicht. Nein, ihr wollt sehen, eventuell, ne, wie der Zwerg alleine klarkommt. Komplett alleine. Ne, funktioniert das? Ja, dann müsst ihr mit einbeziehen. Ich gehe dann ins Auktionshaus, ich mache dann die Klamotten fertig. Okay, lasst aber dann den Supporter weg. Den ihr sowieso nicht sehen würdet, ne? Aber. Ne, aber wenn ihr sagt, ne, ihr wollt mal wissen, wie war das nochmal? Wie geht das? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr nichts schreibt, mache ich das mit dem Jäger. Wenn ihr was schreibt und wirklich ausdrückt, Moment, finden wir doof. Dann nicht. Also wenn ihr an der Entscheidung teilhaben wollt, müsst ihr schon ein bisschen was tun. Zumindest einen Kommentar schreiben. Könnt natürlich auch gerne mehr schreiben und auch begründen. Ne, oder sagen, ist mir egal. Ne, mach doch, was du willst, Junge. Aber geh mir nicht um den Sack. Jo, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und das wäre vielleicht mal so ein Ding, was ich einfach mal abtesten könnte. Ne, ich setze mal kurz hier zwei, drei Sachen rein. Einfach nur, weil meine Tasche schon sehr, sehr voll ist. Ne, mit solchen Dingen. So, und da sehe ich dann meine Charaktere. Und das hier, ne, das ist mein Zwerg. Mein, okay, der Versand kostet mich ein paar Silberlinge. Aber dann habe ich das nicht mehr hier in der Tasche, sondern... Jo. Klunk. Das wäre dann zum Beispiel supporten. So, ja, schön. Wir sind angekommen im Seenhain. Worauf ich jetzt nicht geachtet habe, da war ich ein bisschen nachlässig jetzt, deswegen könnte ich nochmal schnell gucken gehen, welchen Level die Gegner hier jetzt hatten. Ich habe aber auch gar keine Gegner gesehen, glaube ich. Oh. Ja gut, aber ist ja kein Problem. Ne? Ich gehe einfach mal hier so ein paar Meter in irgendeine Richtung und dann wird mich schon, dann wird mir irgendwas entgegenkommen. Ins Wasser jetzt nicht unbedingt. Hallo? Jemand? Ja, ein Schwein, ein Bär und ein Killerhase hier. Irgendwelche Gnarls. Hier ist irgendwas Totes. Auf Level 18 despawned. Kann ich ja eigentlich nur hoffen, dass da nicht gleich mitten in mich drin. Ja, 18, 19. Also die sind für mich hier noch gar nichts. Hat Wächter von... Hey, ein Level 19 Paladin. Und ein Haufen anderer Leute. Und eine riesige Kiste, die einen wahrscheinlich in die Falle locken soll. Wobei jetzt, Moment, ich muss ja noch was anderes berücksichtigen. Was ist, wenn ich das Mikrofon da drüben hinstelle? Bin ich dann immer noch gut zu hören oder ist das dann zu weit weg? Wenn ich es aus dem Bild mache, da muss ich ja manchmal tun. Oh, da muss ich aber testen.
Herdelzock. Okay, Leute, ich stürze mich mal eben hier von der Klippe. Und sterb hoffentlich nicht. Das wäre jetzt das wär ein Knaller. Ja, ich bin mir fast sicher, dass das keinen Fallschaden abhält. Ich wollte jetzt nur nicht den ganzen Weg. So, ich gehe jetzt hier erstmal ins Wirtshaus, wie es sich für einen ordentlichen Zwergenmann gehört. Das Gebiet hier ist für mich zum Questen. Ja, was machst du hier? Ja, macht sich wahrscheinlich Gedanken, was macht ein Level 11er hier, ne? Wie springt hier durch die Prärie? Ja, ne, also ich gehe jetzt hier rein, warte ab, ne, in der Kneipe, wie sich das für einen ordentlichen kleinen Zwergenpriester gehört. Ja, und er wundert sich, wie gesagt, warum ich hier durch die Gebüsche springe. Dann nochmal eben den Flugpunkt schon mal holen hier. Ja, aber finde ich, ja, aber. Nee, uns ist kein Wasser zu heiß quasi. Nee, wir nehmen alles mit. Nee, wir sind mutig, wir sind unerschrocken, wir sind Äber. Ein Zwergenpriester. Das ist zu weit entfernt. Und es ist zu weit entfernt. Moment, genau da war da was. So, wollen wir uns mal hinsetzen hier zum Ausruhen. Ne? Ja, wie gesagt, der kleine Äber, der wird jetzt den Abend hier ausklingen lassen und ne, wird sich ein oder zwei Grog genehmigen. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier ein paar Einstellungssachen gemacht und habe geguckt und da oben sehe ich jetzt erstmal, dass das Ding, wo ich ein Stück weiter nach rechts könnte. Vielleicht auch ein Stück weiter runter. Und was ich auch sehe, ist, ich habe mich wahrscheinlich seit Stunden nicht mehr gebufft. Ich bin doch der mächtige Äber. So. Ja, ich würde sagen, das sollte es dann für heute gewesen sein. Wie gesagt, wir haben eigentlich mit nichts, haben wir einiges erreicht. Ne? Wir sind die ganzen Flugpunkte und Bereiche geholt. Jetzt wissen wir zumindest schon wieder ein bisschen mehr. Ob ich das jetzt hier mit meinem Noise Gate, wie gesagt, richtig eingestellt habe und ob es in Ordnung ist, wenn, ja, wenn das Mikrofon ein bisschen weg ist. Oder ich muss dann vielleicht, wenn das Mikrofon da drüben ist. Ja, keine Ahnung, ne? Ich kann ja nicht die ganze Zeit lauter schreien. Ich muss es mir selber anhören gleich im Video. Aber ich kann dann ja hier von, habe ich das Ding, auf Stufe 3 habe ich jetzt stehen. Ich kann es ja auch auf Stufe, ja, 2. Ich werde es echt mal gucken müssen. Was ich nur nicht will, ist Regensound, ne? Dieses Klatsche. Das ist es, was ich versuche hier zu unterdrücken. Aber das kann euch egal sein. Also ich gucke hier gerade auf, ne? Egal. Ja, ich werde es mal abtesten müssen. Ich meine, ich habe ja kein Problem, wenn das Mikrofon hier so in der Gegend rumfliegt. Woll. Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch, ne, mich und dem kleinen Äber weiterhin auf unserem langen Weg, wie ich immer mehr feststellen muss, auf unseren langen Weg auf Level 60 unterstützt. Ich weiß nicht, ob ich täglich streamen werde, aber es kommen ja schon einige Stunden zusammen. Ich werde jetzt gleich auf meinen Jäger nochmal kurz rüberlongen und mir dann da mal angucken, ne, ja, wie es mit ihm so weitergeht. Vielleicht aber auch nicht, ne? Wie gesagt, ich habe gerade schon ein Foto geschickt gekriegt von Leckerchen. Hm. Ja, jetzt, ich glaube, ne, vielleicht, ich weiß es nicht, ich glaube, ich lasse den Abend jetzt auch vielleicht ausklingen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das war's dann heute wieder mit diesem Stream. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr den ganzen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Auch besten Dank an die, die mich jetzt hier neu, ne, die mir folgen, ne, die Follower. Die Verfolger, ich habe noch gar nicht geguckt, warum die Verfolger hier sind. Sind die hier wegen WoW? Sind die hier wegen Minecraft? Sind die hier wegen Zeichnen? Man weiß es nicht. Schaut auf meinen Kanal, ne? Ich bin total vielseitig. Schaut auf meinen Kanal und supportet mich, Chris Corgan, ne? Euren neuen besten Freund. Nein, Spaß beiseite. Also ich mache jetzt hier Feierabend, sonst laber ich mich noch verrückt. Bis dann. Ich bin der Korn. Nee, falsch rum. Ich bin der Korn. Bis dann. Tschüss. Moment, einmal hier.
zurück und um die Bumm. Da sehen wir sie nochmal. Haha, schön. Follow, follow. Bis dann.